Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Lagebericht. Die Ukraine hat die Shahid-Fabrik angegriffen, weit, weit hinter der Front, viel weiter als die bisherigen Angriffe, ging mit einer unerwarteten Reichweite. Sie hat in der Nähe dann auch eine weitere Raffinerie angegriffen. Wir sprechen darüber, was das bislang für Auswirkungen hat dann haben wir Entwicklungen entlang der Front, wo die Russen wieder am Vorrücken sind, was aber nicht gänzlich unerwartet ist und Spekulationen über eine weitere Mobilisierungswelle in Russland, denn diese hat Selenskyj geäußert und wir wollen das ganze mal mit den ukrainischen Rekrutierungsbemühungen gegenüberstellen, was wir diesbezüglich haben. Wir werden also über die, auch über die internationale Unterstützung, über politische Entwicklung etc. sprechen. All das, was in den letzten Tagen an neuen Informationen zum Ukraine-Krieg dazugekommen ist, dazu wollen wir das Ganze einordnen und im Anschluss dann wieder die Frage-Antwort-Runde haben. Werden wir wieder frage antwort, -Runde haben. Wieder die frage -Antwort -Runde haben und etwa eine halbe Stunde später, so gegen 22.30 Uhr, 22.45 Uhr, werde ich dann wohl auf Twitch sein. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Dort äh, würde es mich natürlich freuen, wenn ich Sie dort wieder sehe. Genauso finden Sie in der Beschreibung auch die Links zu meinen anderen YouTube-Kanälen, sollten Sie daran Interesse haben. Aber das war es soweit an der Stelle. Fangen wir gleich an und zögern was nicht unnötig hinaus. Musik Und wenn Sie natürlich den Kanal unterstützen möchten und das Ganze mit einer stille echten Tasse haben, in der um die Uhrzeit vielleicht nicht mehr unbedingt Kaffee ist, aber theoretisch Kaffee mit Schuss oder ähnliches, dann können Sie natürlich sich eine wunderbare Tasse hier bestellen. Auch gut fürs Büro, die du darfst mich sitzen. Na gerade geht's nicht irgendwie. Hier haben wir Hier sehen wir's unten. Falls Sie daran Interesse haben sollten. Wir ähm, es eine nette Geschichte und sie unterstützen den Kanal und das Ganze ja auch bezahlbar für 9,50 Euro. Aber das war es mit der Werbung in eigener Sache. Ich würde sagen, wir fangen an mit den allgemeinen Informationen. Die Ukraine hat in Tatarstan, hier hinten, hat sie Angriffe geflogen und dabei die unter anderem die Fabrik angegriffen, die die shahid drohnen herstellt. Wir haben hier eine Aufnahme wo man sehen kann, dass das Ganze offensichtlich ein Sportflugzeug war oder ein Ultraleichtflugzeug, das umgebaut wurde für einen Selbstmordangriff. Ähm das Ganze ist von dieser ukrainischen Firma ein Flugzeug, was an sich wohl schon um die 1000 Kilometer Reichweite hat. Aber da ist natürlich eine gewisse Modifizierung möglich. Denn wenn keine Besatzung an Bord ist, braucht man ja beispielsweise keine Sitze oder ähnliche Dinge. Und wenn es nicht zu hoch fliegt, vielleicht auch kein Sauerstoffsystem, sollte die eins haben etc. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Und hier sehen wir, wie der Angriff erfolgt ist. Gleichzeitig ist, sehen wir hier das Feuer auf einer Raffinerie, nämlich der Taneko-Raffinerie, ebenfalls in Tatarstan. Dabei sei möglicherweise eine, eine extra von diesem Flugzeug abgewandelte Drohne eingesetzt worden. Ganz ist es noch nicht sicher, auch wenn wir eine Aufnahme haben, hier was, wo wir die Überreste sehen. Da kann man erkennen, das, was die Russen hier geborgen haben bei diesen Angriffen. Die ähm, laut Reuters sind die. Ach so erst noch zum, zur Fabrik. Der Treffer hierbei war allerdings zwar auf die Fabrik, aber wohl nicht die Fertigungshalle. Das, was wir bislang sehen, auch die Bilder, die es gibt, ist wohl ein Wohngebäude getroffen worden, das Teil der Kaserne ist, in dem die Arbeiter wohnen. Das heißt, die Fertigung selbst ist höchstwahrscheinlich nicht eingeschränkt worden. Der psychologische Faktor dürfte eigentlich nicht zu unterschätzen sein, denn wenn die Arbeiter dort sich nun plötzlich bedroht fühlen, dann wird dies oder sollte dies erwartungsgemäß auch Auswirkungen haben auf das Arbeitsklima dort, aber wie gesagt, die Produktion ist wohl ziemlich sicher nicht beeinträchtigt worden mit diesem Angriff. Reuters wiederum hat allerdings errechnet, dass bereits 14 Prozent der Raffineriekapazität inzwischen ausgefallen ist. Das ist natürlich nicht klar, ob die jetzt für ein Jahr weg ist oder nur für zwei Wochen. Aber 14 Prozent, was schon sehr, sehr erheblich ist mit diesen paar Angriffen. Und die haben wir Riba. Es ist eine der großen russischen Millblogger, eine der großen russischen Propagandaseiten und die schreiben davon, dass die Russen, dass die Ukrainer hier eine ganze Vielzahl an Raffinerien getroffen hätten. Wir sehen es auf der Riba-Karte, was alles schon getroffen wurde. Laut Riba seien die Treibstoffpreise auch bereits um 10 Prozent in der in Russland gestiegen, was sich dann natürlich auf alle anderen Preise im ganzen Land überträgt. Denn wenn die Transportkosten steigen, dann steigen natürlich überall die Produktkosten ebenfalls. Deswegen ja wohl die Unzufriedenheit der Amerikaner mit diesen Angriffen auf die Ölinfrastruktur, weil das natürlich die Wiederwahl von Biden ein Stück weit gefährdet, wenn die Ölpreise in den USA zu hoch werden sollten. Wie dem auch sei, hier hat die Ukraine also erneut einen mäßig erfolgreichen Angriff durchgeführt. Also wohl das militärische Ziel der, der Fertigungshalle nicht getroffen. Andererseits muss man natürlich sich auch die Frage stellen, ob ein einziges umgebautes Flugzeug überhaupt je, selbst bei einem perfekten Treffer, ausreichend Schaden anrichten könnte, um dort signifikanten Ausschlag zu machen, eine spürbare Wirkung zu erzielen. Was eigentlich interessant ist, ist, dass diese kleinen Flugzeuge einfach durchfliegen konnten. Die haben es geschafft, durch das gesamte russische Gebiet zu fliegen, ohne von der Flugabwehr abgeschossen zu werden, obwohl wir hier sehen können, wie langsam die sind. Ähm, hier kann man es ja wunderbar sehen, dass das ja nicht gerade ein Hochgeschwindigkeits-, ein, ein schallnahe Geschwindigkeit oder sowas ist, sondern das dürften wahrscheinlich nicht weit über 200 kmh sein, die in, mit denen sich dieses Flugzeug bewegt. Dennoch ist es von... Der Ukraine bis dorthin durchgekommen, was natürlich kein gutes Licht auf die russische Absicherung ihres Luftraumes wirft in diesem Zusammenhang. Da die, die Navigation und das Interessante gibt es inzwischen in westlichen Medien die Erklärung, dass die Ukraine nun wohl auf künstliche Intelligenz setzt. Das ist das, worüber wir hier schon mal vor Monaten oder wahrscheinlich über einem Jahr gesprochen haben, was mit Drohnen zu erwarten wäre, dass die, die Ab, das Abgleichen von sei es zielen mit einer datenbank sei es von der den aufge, aufgenommenen umgebungsdaten mit einer internen datenbank dass dies zu erwarten sei und laut den berichten wird es von der ukraine inzwischen gemacht dass die also ihr auf ihren drohnen inzwischen eine künstliche intelligenz einsetzen die die Aufnahmen von einer Kamera vergleichen mit einer internen Datenbank, was natürlich die Drohne sehr störunanfällig macht. Sie wird sicherlich trotzdem noch GPS haben, nicht zuletzt, weil es heute relativ günstig ist, aber wenn GPS gestört ist, merkt sie das, indem sie merkt, okay, die Aufnahmen, die ich mit der Kamera mache, passen nicht zu dem zusammen, wo ich laut GPS angeblich sein sollte. Stattdessen bin ich hier und natürlich auch elektronische Kriegsführung, die nicht nur das GPS stören könnte, sondern auch die Verbindung zum Bediener abreißen lassen könnte. Wenn das Ding vorher programmiert ist, wenn es weiß, wo es hinfliegen muss, wenn es weiß, was es angreifen soll, dann hilft das alles nichts mehr, wenn die entsprechenden Sensoren an Bord sind. Das, wenn dieses allerdings der Fall war, in dem Fall zumindest nicht perfekt funktioniert hat, sehen wir damit, dass wohl ein Schlafsaal getroffen wurde und nicht die Fabrikhalle selbst, denn dass die Ukraine einen solchen Angriff dafür nutzt, um einen Schlafsaal tagsüber anzugreifen, wo ein also noch nicht einmal die Arbeiter damit getroffen werden würden. Klingt dann doch ziemlich unwahrscheinlich. Also hier ist es wohl daneben gegangen in diesem Fall. Generell aber setzt die, die Ukraine immer mehr den Russen zu in ihrem rückwärtigen Raum. Sie ist dabei, allerdings ist es nicht einseitig. Die Russen haben... Haben im März 3000 Gleitbomben eingesetzt. Sie haben 600 Drohnen und 400 Raketen eingesetzt. Hier sehen wir mal das Volumen, was von der Gegenseite zurückkommt. 3000 Gleitbomben, die ja eine der von den Ukrainern am meisten gefürchteten Waffen sind, zeigt die Schwierigkeit, denen sich die Ukrainer aktuell gegenüber sehen. Da hilft es auch nichts, dass beispielsweise jetzt noch in Jekaterinburg eine Fabrik, eine Rüstungsfabrik frisch gebrannt hat, eine russische, wo eigentlich nicht klar ist, woher die, der Angriff kam. Also hier sehen wir wir eine intensive russische Tätigkeit, Russ intensive russische Angriffe. Und hier sehen wir mal das Resultat, denn zuletzt haben sich die Russen auf die Energieinfrastruktur konzentriert und dieses Mal anders als vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr nicht mehr auf Umspannwerke und ähnliches, sondern dieses Mal auf die Kraftwerke selbst. Und das hier ist, soll der Kontrollraum sein eines Kraftwerkes und wie Sie sehen, das ist, der ist komplett zerstört. Die, hier heißt es, dieses Kraftwerk soll vorher 700.000 Menschen versorgt haben. Was jetzt natürlich ausgefallen wäre. Es wird berichtet, dass von einzelnen Kraftwerken, habe ich es gelesen, die sollen 18 Monate, wird veranschlagt für die Reparatur und das ohne, dass weitere Luftschläge erfolgen. Das heißt natürlich keineswegs, dass das bei allen der Fall ist. Es kann auch durchaus länger sein, gerade vielleicht bei den Wasserkraftwerken, aber das wird sich zeigen müssen. Also hier nimmt die Ukraine erheblichen Schaden. Ich habe es Ihnen, glaube ich, schon im letzten Lagebericht gesagt dass nach Berechnungen über 46 Prozent der ukrainischen Kraftwerke inzwischen entweder den Russen in die Hände gefallen sei oder inzwischen von den Russen getroffen wurde. Und diese Zahl steigt immer noch weiter, auch wenn natürlich nicht jedes Kraftwerk deswegen zu 100 Prozent nicht mehr einsatzbereit ist, auch wenn dieses jetzt nicht so aussieht, als ob dort noch viel Strom für die Ukraine produziert wird. Das ist natürlich wichtig, um den Durchhaltewillen der Ukrainer zu erhalten, dass die weiter Strom haben. Aber auch die Rüstungsindustrie benötigt Strom, die um... Um weiter herstellen zu können, wobei das eher das ist, was am längsten garantiert ist, denn in Kriegszeiten wird dann natürlich im Zweifelsfall eher dem Wohnviertel der Strom abgestellt als der Rüstungsfabrik. Also wird es hier die Wohnbevölkerung treffen, die natürlich dann den Zusammenhalt, der damit möglicherweise angegriffen werden könnte. Die Washington Post hat geschrieben, die USA hätten bei ihrer Warnung an die Russen sogar die Krokus Hall als mögliches Ziel eines Terroranschlages genannt. Das heißt, die Russen hatten sogar. Wohl als eines von mehreren möglichen Zielen, aber sie hatten eine, eine Shortlist, wenn man so will, eine eingegrenzte Liste an möglichen Zielen, die von den Terroristen angegriffen werden könnten. Die Russen haben trotzdem es versäumt, anständige Vorbereitungen zu treffen. Gleichzeitig wird inzwischen auch berichtet, auch der Iran. Der russische Verbündete habe die Russen gewarnt vor einem bevorstehenden Angriff des ISK. Hier ist es so, dass der Iran selbst ja wenige Wochen zuvor angegriffen, Opfer eines ISK-Terroranschlags geworden ist und sie haben die Russen gewarnt und auch dieses, diese haben es erneut verstreichen lassen, sich adäquat vorzubereiten. Aber das kommt eben davon, wenn das ganze Land seine, seine Nachrichtendienstlichen Fertigkeiten nun in Richtung Ukraine richtet statt gegen den Terror im eigenen Land. Nichtsdestotrotz glaubt die Mehrheit der Russen laut Umfragen soll 50 Prozent der Russen glauben, die Ukrainer seien dafür verantwortlich. Da sieht man, dass die die allerdings nicht unter den Jüngsten. Dort ist es tatsächlich eine Mehrheit, die glaubt, dass die der ISK schuldig ist, aber was die Gesamtbevölkerung angeht, hat die russische Propaganda war sie erfolgreich genug, dass die Hälfte glaubt, die Ukrainer seien für den Angriff verantwortlich gewesen. Kommen wir zu den Entwicklungen entlang der Front. Da haben wir zunächst mal was aus Sumi. Dort haben die Ukrainer gemeldet, sie hätten einen russischen Sabotage- und Aufklärungstrupp abgewehrt. Über irgendwelche Verluste wird nichts berichtet. Also da wollten wahrscheinlich ein paar russische Soldaten über die Grenze schleichen und wurden beschossen und sind wieder weggerannt. Danach klingt es zumindest, weil auch keine Angaben gemacht werden über die die verluste von russischer seite entlang der ostfront gibt es weiter kämpfe. allerdings habe ich nur eine halbwegs bemerkenswerte oder nennenswerte aktion und dies hier in terni. bei terni hier haben wir einen ukrainischen panzer der eine russische, eine russische position hier in einer baumreihe beschießt das ganze ist hier geolokalisiert worden also wieder ein Stück weit von Terni weg und wenn wir es sehen das war hier hier sehen wir allerdings dass auf der Karte im Norden davon weiterhin ukrainische positionen sind das heißt wir wissen zwar dass hier mal ein ukrainischer panzer hingefahren ist und was beschossen hat aber ob die dann die position genommen haben haben wir keine bildbelege also dass sich hier die front effektiv verändert hätte ist zum jetzigen zeitpunkt nicht zu sagen soweit ich das sehe scheint die front mehr oder weniger unverändert zu sein trotz der, dieses Angriffs, den wir hier mal auf Bildern verzeichnet haben. Südlich des Zivierski und jetzt ist es allerdings dann etwas anders. Wir haben eine Reihe von Veränderungen. Zunächst äh, bei Bachmut, westlich von Bachmut. Es gibt auch Gerüchte, dass hier oben bei Vesele wieder die Russen etwas am Boden ge gut gemacht hätten. Ich sehe aber keine Belege, von da überspringen wir das. Also angeblich ist da irgendwas passiert, aber wenn, dann habe ich weiterhin keine Belege. Hier haben wir zunächst mal, haben die Russen nun diese gesamte Baumreihe hier eingenommen. Hier sie waren unten noch ukrainische Stellungen, die bislang zumindest im umkämpften Bereich waren. Das heißt, sie sitzen jetzt sehr nah am Stadtrand von, von Chasev. Ja, Das vermutlich das hier mit dazu gehört. zumindest ein Blick auf die Karte würde uns implizieren, dass das hier ein Außenbezirk der Stadt sei. Da sind sie nun sehr nah dran. Aber auch bei Ivanivske haben sie weitere Erfolge. Wir können nun bestätigen, dass der südliche Teil von Ivanivske hier von den Russen inzwischen kontrolliert wird. Und wir haben ein Video, wo, wo eine Video-Geolokalisierung, wo russische Panzer bis hier unten vorgerückt sind, bis hierhin. Die wurden hier dann eigentlich angegriffen und beschädigt, aber es zeigt uns, dass die russischen Panzer bis in dieses Gebiet hin operieren konnten, was nahelegen würde, dass der Großteil von Ivanivske inzwischen umkämpft ist, wie es ja auch diese Karte, die ja pro-ukrainisch ist, eingesteht, ob die Russen Iwanivsky jetzt schon genommen haben. Und die Ukrainer nur noch hier in den Baum rein sind, ist zumindest möglich. Aber, und die Russen behaupten immer wieder ja mal, sogar das russische Verteidigungsministerium hat behauptet, man habe Iwanivska eingenommen. Das ist äh, schon vor. Zwei Wochen oder sowas. Also, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbestätigt, dass den Russen Iwanewski vollständig in die Hände gefallen ist. Es scheint allerdings langsam näher zu rücken. Von daher ist äh, dort die Entwicklung nicht zugunsten der Ukraine. Hier läuft es eher schlecht und sie verliert langsam am Boden. Das ist bei Avdivka ganz genauso. Auch hier sehen wir Veränderungen. Die sind. Ähm, Relativ noch unklar. Und zwar haben wir einen Kanal, der praktisch neu ist. Wenn wir es hier sehen, das ist der 14. Eintrag dieses Kanals. Dort habe ich das gefunden, wo man sieht, wie eine Ortschaft mit Mehrfachraketenwerfern beschossen wird. Und das Interessante dabei ist, das ist hier. Das ist dieses Gewässer hier, also hinter der Front. Hier besteht also eine gute Möglichkeit, dass das eine falsche Angabe ist, dass es tatsächlich russisches Mehrfachraketenwerferfeuer auf eine ukrainische Stellung ist. Aber sollte es... Sollte das bedeuten, dass die Ukrainer bereits hier hinschießen, wären die Russen bereits komplett durch Berdichi durchgebrochen und hätten hier einig, die paar Häuser, die hier entlang dieses, dieses Teiches hier sind, hätten sie inzwischen erreicht. Was wir, das ist zum jetzigen Zeitpunkt unbestätigt. Wir haben hierzu auch die Geolokalisierung, nur der Vollständigkeit halber. Da, dementsprechend müssten wir erwarten dass so in etwa wahrscheinlich dieser Teil jetzt von den Russen kontrolliert werden könnte. Das ist noch unbestätigt, anders ist es eigentlich hier unten. Hier haben die Russen das Gewässer, den, den Fluss überquert, den, den Bach überquert und sind in Semenivka westlich davon eingedrungen, in etwa bis hierhin. Auch hierzu haben wir eine Geolokalisierung, die die Russen hier äh, hier identifiziert hat, dort wurden sie mit FPV-Drohnen angegriffen, russische Infanteristen, das heißt wir wissen, die Russen haben nun eine Präsenz hier in Semenivka. Das Ganze, damit haben sie dort die O0542 erreicht, die eben für die Versorgung der, der Position wichtig war, aber der westlich, westlich von Orlivka kann natürlich weiter aus dem Westen versorgt werden. Das ist also hier jetzt nicht mehr das Drama, aber wir sehen möglicherweise ein Vorstoßen hier, ein bereits erfolgreiches Vorstoß, hier die Positionen hier sind entweder bereits gefallen oder kurz vom Fall. Also hier läuft es nicht gut für die Ukrainer. Bei Tunenke gab es in den letzten Tagen einen großen russischen Angriff. 36 Kampfpanzer und 12 BMPs haben dort angegriffen und zwar entlang dieser Straße hier nach Westen. Dabei haben sie schwere Verluste erlitten. Das sind zum Teil, sind die auch belegt auf Bildern und es gibt, ich habe ein Eingeständnis von russischer Seite gefunden, der die ukrainischen Zahlen bestätigt, nämlich 12 Kampfpanzer und acht Schützenpanzer seien dabei zerstört worden bei diesem Angriff. Das war ganz offensichtlich ein Durchbruchsversuch, um hier weiter nach Westen vorzustoßen. Die Ukrainer haben einen Gegenangriff durchgeführt, dabei eigentlich ebenfalls Verluste erlitten. Und dann haben wir jetzt. Zwei Tage später, glaube ich, war es eine Geolokalisierung, die dann etwas verstörend ist, denn wir haben hier von diesem Gebiet geredet und auf einem Video sind hier russische Panzer zu sehen, die in diese Richtung angreifen. Es wäre theoretisch möglich, dass es noch in irgendeinem Zusammenhang mit diesem Vorstoß wäre. Alternativ würde es bedeuten, die Russen seien inzwischen bis hierhin vorgestoßen, also hätten diese Positionen hier überrannt. Südlich davon. Wodiane ist auf der Karte hier verzeichnet, aber wenn ich das richtig verstehe, gibt es gibt's hier Häuser entlang der Straße, die alle als Wodiane bezeichnet werden. Auch wenn hier Pervomaiske steht, aber dieses Gebiet ist nun ebenfalls an die Russen gefallen. Der Fall von Pervomaiske steht unmittelbar bevor. Damit entwickelt sich die, entwickeln sich die Positionen der Ukrainer westlich von Avdivka wieder mit höherer Geschwindigkeit. Äh, negativ für die ukrainische Seite. Südlich davon habe ich tatsächlich nichts nachvollziehbares, Belegbares an, an den Positionen, sei es Nowomichailivka, Krasnohorivka, Georgivka oder eben hier südlich von Vilika Nowosilka. Das Einzige, was ich habe, ist, dass bei Hulia, Huliaipole die Russen eine, eine Bombe abgeworfen haben, die hier eine Brücke getroffen hat. Da, wie man sieht, aus der Ferne gefilmt worden, das Ganze eine Gleitbombe. Und hier kann man sehen, wie die Brücke zerstört wurde. Da kann man jetzt natürlich spekulieren, dass dies eine künftige russische Offensivtätigkeit erwarten lässt, wenn hier die Verbindungen, die Querverbindungen, die Nachschubwege abgeschnitten werden. Das, was dann natürlich die ukrainischen Positionen schwächen könnte. Es könnte theoretisch sogar bedeuten, dass die die Ukrainer dort Truppen zusammengezogen haben und die Russen damit dafür sorgen wollen, dass die Nachschubprobleme bekommen. Da ist aber viel Spekulation. Aber generell sollten wir hier mehr Aktivität erwarten. Daraufhin würde zumindest deuten, wenn hier eine Brücke angegriffen wurde. Das war es soweit. Wir haben noch von Krinki die Behauptung, die Russen hätten hier etwas am Boden gut gemacht. Bildbelege habe ich dazu aber nicht. Von daher kann ich hierzu nicht viel sagen. Kommen wir zu einer kurzen Zusammenfassung. Die Front ist weitgehend stabil, außer bei Bachmut, wo nun die Russen sich äh, ja nähern und wir dort nun wieder einen längeren Kampf zu erwarten haben. Denn auch wenn die Ukraine hier spät mit, Befestigungen mit dem Bau von Befestigungen angefangen haben, haben sie doch nach dem Fall von Bachmut damit angefangen. Und der war im Mai letzten Jahres, also vor zehn Monaten, sodass die Befestigungen hier doch eine Weile aushalten sollten, bevor die Russen weiter vorstoßen können. Bei Avtivka passiert im Prinzip das, worüber wir wir vor einem Monat oder so schon gesprochen hatten. Nachdem Avtivka gefallen war, hatte ich gesagt, dass die beispielsweise die Kämpfe bei Lastochkine von meiner Seite zu erwarten wäre, dass die Ukrainer hier nur verzögern wollen, um möglichst lange, damit die Russen möglichst lange brauchen, um diese Linie zu erreichen, wo eine erste Auffanglinie zu erwarten wäre. Und die Meldung waren, die Ukrainer würden die Zeit gewinnen, um hier eine bessere Verteilungslinie hinunterzubauen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die hier entlang gehen sollte oder diese Gewässer. Mit einbeziehen sollte. Das ist nicht ganz klar, aber was wir jetzt sehen, ist das, was zu erwarten war. Diese Linie war viel zu nah, viel zu nah bei der Front, als dass die Ukraine sie ausreichend hätten befestigen können, wenn sie das nicht äh, lange vorher gemacht hätten, vor dem Fall von Avdevka. Und das haben die Ukrainer ja nicht. Sie haben bislang bis vor wenigen Monaten weitgehend darauf verzichtet, im rückwärtigen Gebiet großartig Befestigungen anzurichten und das dafür bezahlen sie gerade und indem hier eben nicht die Zeit genutzt wurde, um hier schwerere Befestigungen anzulegen, war klar, dass diese Linie nur vorübergehend sein würde, solange die Russen intensiv genug angreifen können und wir sehen jetzt den Fall. Das heißt, wir sollten, nachdem diese Positionen genommen wurden, sollten wir erwarten, dass die Russen halbwegs zügig nach Westen vorrücken und vermutlich noch mal hier gestoppt werden, bevor sie dann hier die Hauptlinie erreichen, die die Russen dann vermutlich länger aufhalten sollte. Also wie gesagt, für sich sollte das nicht überraschend sein, dass wir jetzt Bewegung haben, schlicht und ergreifend aus den Umständen heraus, dass die Ukrainer die Fahrlässigkeit hatten. Fahrlässig genug waren, keine Verteidigung in der Tiefe einzurichten und da entsprechend so nahe der Front kein schweres Gerät heranbringen konnten. Man kann keinen Bagger hier Gräben ausheben lassen, wenn der Feind bereits hier steht und einen mit blanken Augen sehen kann und beschießen kann, dann kann man hier natürlich kein schweres Gerät mehr einsetzen. Daher war klar, hier werden die Befestigungen angelegt mit einem Spaten oder Spitzhacke und das ist nun mal in bei den Gegebenheiten nicht mehr das, was Befestigungen schafft, die entsprechend lange halten. Insofern wenig überraschend, zwar zu Ungunsten der Ukraine, aber an sich sollten wir sagen, sollten wir erwarten, dass das jetzt keine Katastrophe ist, nichts, was uns völlig überraschen sollte, aber es wird eben zeigen, wie viel Reserven und wie viel Defensivkräfte die Ukraine hier zusammenziehen kann, gerade verglichen mit den Russen, die eben nach wie vor immer wieder zu größeren Angriffen in der Lage sind. Gerade hier jetzt dieser Angriff mit fast 50 oder sogar über 50, nee, 48 gepanzerten Fahrzeugen hier bei Tonenke, voller mechanisiert Angriff, der also zeigt, was sich was auf die Ukraine jederzeit noch treffen kann. Partisanenaktivität haben wir oder Sabotageaktivität aus Sevastopol. Der GUR sagt, dort habe man ein Umspannwerk gesprengt. Ob das durch Partisanen war durch Agenten oder gar durch eine Drohne ist nicht ganz klar auf jeden Fall gab es daraufhin Stromausfälle in Sewastopol das ist das was wir hier haben dann hat Russland hat Putin einberufen für die Wehrpflicht 150.000 Mann das ist der Zyklus im Frühjahr dieses Mal geht die Wehrpflicht bis 30 ich habe das letztes Jahr haben wir das begleitet hier auf dem Kanal, als Russland die Gesetze geändert hat, dass die Wehrpflicht von 27 auf 30 Jahre erhöht wird. Dieses Mal können also auch 30-Jährige theoretisch mit eingezogen werden. Was wichtig ist, dieses Mal sind es 150.000, beim letzten Zyklus waren es nur 130.000. Hier sehen wir, dass Russland seine Streitkräfte auch in den Bereichen zu vergrößern versucht. Die es nicht unmittelbar benötigt, denn Wehrpflichtige werden weiterhin nicht in diesem Krieg eingesetzt. Ganz zu Beginn gab es ein paar Fälle, aber seither nicht mehr. Sie sind allerdings auf der Krim und sie sind natürlich nördlich der Grenze aktiv, wo sie zumindest durch Artilleriebeschuss oder durch irgendein Überqueren von pro-ukrainischen russischen Freiwilligen dann doch mal in Gefechte verwickelt werden können. Aber zumindest entlang der Front kämpfen Wehrpflichtige nicht. Das zeigt, dass Russland sich einerseits auf eine Vergrößerung des Militärs im Allgemeinen einstellt. Aber wir müssen es natürlich auch so sagen, das sorgt auch dafür, dass künftig mehr Reservisten zur Verfügung stehen. Denn nach dem Abschluss ihrer Wehrpflicht gelten diese Leute ja als Reservisten, haben damit auch eine Vorausbildung. Das heißt, wenn eine Mobilmachung kommen sollte, gibt es mehr Potenzial, was vorgebildet ist. Schon allein deshalb ergibt es Sinn, mehr Wehrpflichtige einzuziehen, wenn man es sich leisten kann, weil man dann später mehr zur Verfügung hat. Und dort kommt nun Zelensky ins Spiel. Der hat eine Pressekonferenz mit seinem finnischen Amtskollegen gehalten und dabei hat Zelensky gesagt, der ukrainische Präsident, Russland werde weitere 300.000 Mann zum 1. Juni mobilisieren. Ob das stimmt, werden wir dann sehen. Sie wissen, es gab seit, seit November 2022 immer wieder Ankündigungen, die nächste Mobilisierungswelle stehe bevor. Ob Russland diese 300.000 Mann braucht, lässt sich durchaus debattieren. Ich habe das hier auf dem Kanal schon öfter gesagt, dass ich nicht die dringende Notwendigkeit von der russischen Seite sehe, eine weitere Mobilmachung durchzuführen. Aber das werden wir dann einfach sehen. Russland selbst sagt nämlich auch, sie hätten dieses Jahr bereits 100.000 Mann rekrutiert. Nach dem Anschlag auf die Krokus, auf die, die Krokus Hall hätten sie binnen zehn Tagen 16.000 Leute rekrutieren können, von denen laut russischen Angaben viele gesagt hätten, sie würden sich wegen des Anschlages melden, weil Russland ja eben erklärt, die Ukraine sei dafür verantwortlich gewesen. Sie haben ja sogar aufgefordert, die Ukraine, den SBU-Chef, den, den Russen auszuliefern, damit man diesen dafür zur Verantwortung ziehen könne, was natürlich Hanebüchen ist. Die Zahlen... Sind dabei wahrscheinlich nicht weit von der Realität entfernt. Die ukrainischen Schätzungen reden von 30.000 Mann im Monat. Wir haben jetzt drei Monate herum, das wären 90.000, die Russen sagen 100.000. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die Russen die Zahlen verglichen mit den wahrscheinlichen Zahlen so um 10, 15, maximal 20 Prozent erhöhen. Dann wären wir im Prinzip genau in dem Rahmen, die äh, eine erhöhte Rekrutierung nach dem Anschlag verglichen mit der Propaganda scheint durchaus realistisch zu sein. Also ist, ist das eine Größenordnung, die wahrscheinlich nicht weit von der Realität entfernt ist? Die Russen hätten entsprechend äh, fast 100.000 Mann hinzugewonnen seit Beginn dieses Jahres, auch wenn sie natürlich gleichzeitig spürbare Verluste erlitten haben. Aber das ist ja der Konsens: Die Russen können ihre Verluste aktuell durch frische Rekrutierung entdecken. Ähm, aus dem politischen Bereich haben wir ein paar Informationen. Und zwar gab es eine Untersuchung, eine Recherche von Spiegel, vom Spiegel Insider und 60 Minutes. Zum Havanna-Syndrom, das ist ein, ein, eine Verletzung, also Unwohlbefinden und diverse Symptome, die eben erstmals in Havanna dokumentiert wurden, als die Amerikaner dort die Botschaft wieder eröffnet hatten. Und dort ist ähm, ermittelt worden von diesen drei äh, äh, Nachrichtenseiten, dass der GRU damit verbunden gewesen sei. Es wurden wohl identifizierte GRU-Beamte äh, gefunden, deren Flug... Bewegungen sich mit Fällen des Havanna-Syndroms überraschend gut decken und was auch spannend ist, ist, dass das Ziel immer wieder Diplomaten waren, aber vor allem Geheimdienstmitarbeiter und dabei vor allem Geheimdienstmitarbeiter, die einen Bezug auf Russland hatten. Also es waren Russland-Spezialisten, die dann das Havanna-Syndrom bekommen haben und viele von denen sind tatsächlich arbeitsunfähig geworden. Das heißt, Russland hätte also Geheimdienstleute ausgeschaltet, die über es bescheid wissen und damit auf eine sehr innovative Art und Weise die gegnerische Spionage geschwächt, indem man die Experten über einen selber ausschaltet. Das Ganze soll wohl über Mikrowellen funktioniert haben, dass ja auf diese Art und Weise Mikrowellenwaffen eingesetzt wurden, aber so ganz ist mir das noch nicht klar. Wie und die USA selber bestätigen auch noch nicht, dass es der GUR war, der GRU, Entschuldigung, GUR sind die Ukrainer. Das ist der GRU war, also der russische Militärgeheimdienst. Das ist noch nicht bestätigt, aber gerade die Deckungsgleichheit von Personen mit Russlandbezug, unter anderem auch ein FBI-Agent, der einen gefangen genommenen russischen gru agenten verhört hat. Auch der wurde dann Opfer, kein Diplomat in irgendeiner Botschaft, was eben schon sehr dafür spricht, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Russen diese Art und Weise der, wenn man will, Gegenspionage betrieben haben. Eine sehr interessante Erkenntnis. Und wir kommen noch zur Truppengenerierung in der Ukraine. Dort hat Zelensky nun das Gesetz unterschrieben, das eine Mobilmachung ab 25 erlaubt, statt wie bislang bei 27. Die Ukraine hat ja, wie die Russen auch, wie viele postsowjetische Staaten, einen Knick in der Bevölkerung, was den Zweiten Weltkrieg angeht. Ich habe es gar nicht rausgesucht, aber ich suche es mal schnell raus. Dann kann man das nochmal mal deutlich, deutlich sehen hier. Als, als Beispiel sollten wir es hier haben. Okay. Das war es jetzt nicht. Die Alterspyramide, um auf die zurückzugehen. Die zeigt alle 25 Jahre einen Knick, was die Kriegsgeneration ist. Denn die, da sind so viele gestorben in der Sowjetunion, dass es merklich weniger Kinder gab. Und wenn es merklich weniger Kinder gibt, dann gibt es 20 Jahre später auch merklich weniger Erwachsene und die haben dann wiederum merklich weniger Kinder. Und gerade kommt bei der Ukraine eben diese schmale Generation an. Das heißt, in zehn Jahren wird es wieder einen viel stärkeren, viel stärkeren Bevölkerungsanteil geben als in der Vergangenheit. Danke, Gregor hier. Hier kann man es kann etwas sehen, dass, die, dass dieses, dieser Jahrgang hier kürzer ist. Ich habe noch deutlich akzentuiertere Karten gesehen, äh, Grafiken gesehen. Aber hier ist auch, wie ich sehe, sieht man hier auf vier Jahre zusammengefasst die Bevölkerung. Das heißt, sie sind nicht ganz nach Jahr, Jahrgang, ist es nicht so gut zu erkennen. Und das ist nun der Grund gewesen, weshalb die Ukraine darauf verzichtet hat, in diesem Jahrgang zu mobilisieren. Denn wenn es kaum welche gibt, dann will man nicht noch von denen welche verlieren. Denn das wird dieses Problem dann hin, hin vortragen. Aber es ist eben so, dass die Ukraine Personal gewinnen muss. Und das Durchschnittsalter der ukrainischen Streitkräfte ist gestiegen nicht zuletzt deshalb und die erkenntnis ist dass junges alter wichtig ist bei soldaten nicht nur weil diese vielleicht formbarer sind sondern weil man sich jetzt in einer situation befindet wo die muskelkraft wieder entscheidend ist die körperliche fitness jeder der beim jeder der gedient hat weiß wie unheimlich nervig das war während die langen märsche und gleichzeitig hatte man fahrzeuge zum, um herumzufahren und in der situation jetzt ist es einfach so dass man nicht mehr fahren kann Dadurch, dass überall im Frontanbereich Drohnen unterwegs sind, können Lkw kein Personal heranfahren, sondern die würden bei der Anfahrt zerstört werden. Das heißt, Soldaten müssen mitunter mehrere Kilometer marschieren, sogar bei Angriffen mehrere Kilometer zu Fuß gehen. Und da ist halt die körperliche, körperliche Fitness enorm hoch. Und das alles damit verbunden führt dazu, dass die Ukraine langsam in den sauren Apfel beißen muss und sagt, wir müssen wohl doch langsam jüngere rekrutieren. Dazu ist jetzt das Alter auf 25 verringert worden, immer noch nur 25. Nicht 18, aber hier hat sich nun eine Veränderung gegeben nach vielen Monaten. Gleichzeitig ist es so, dass die ukrainische Militärführung sagt, so also viele müssen wir gar nicht mehr mobilisieren, was sich angesichts der russischen Zahlen Fragen auf, aufstellt. Die, nicht nur, dass die Russen selber laut eigenen Angaben an die 400.000 pro Jahr rekrutieren und die Ukrainer dem sogar mehrheitlich zustimmen. Wir sehen nicht, dass die Ukrainer in gleichem Maße aktuell rekrutieren würde. Dann kommt hinzu, dass Zelensky gerade erklärt, im Juni würde es eine neue Mobilisierung in der, in, in, auf russischer Seite geben. Nun muss eines klar sein. Jeden, wenn die Ukraine in der Situation ist, dass sie mobil machen muss eine nächste Welle, ob sie will oder nicht, dann wird sie in einer Notlage sein, die nicht erlaubt, die Soldaten, die man dann neu ausgehoben hat, adäquat zu trainieren, sondern die müssen dann schnell an die Front gebracht werden. Was bedeutet, die sind viel schlechter ausgebildet, werden dadurch viel höhere Verluste erleiden, während wenn jetzt natürlich rekrutiert werden würde, drei Monate vorher hätten die drei Monate mehr Ausbildungszeit. Gleichzeitig ist es so, dass wir wissen, dass schon jetzt die Personallage an angespannt ist. Ich habe Ihnen Beispiele genannt, wo die ukrainische Kiew Independent geschrieben hat, dass Logistiker und Artilleristen als Infanteristen, man muss es wohl leider sagen, verheizt wurden. Das spricht für die angespannte Personallage. Ich habe Ihnen vor einer Woche oder zwei von Bachmut eine, eine ukrainische Publikation zitiert, die gesagt hat, dort hätten die Russen eine 7 zu 1 bis 10 zu 1 personelle Überlegenheit. Also wir haben eine drückende russische personelle Überlegenheit. Auf ukrainischer Seite sind, die An sind viele Einheiten in einem Zustand, in einem personellen, der sie nahezu als zerschlagen gelten lässt. Truppenrotationen können nicht in ausreichendem Maße stattfinden. Die Menschen sind komplett psychisch und inzwischen auch physisch erschöpft, was dann dazu führt, wenn sie länger an der Front bleiben, erleiden sie höhere Verluste. Wenn die komplett kaputt sind, dann. Sprinten sie eben nicht mehr in die Deckung sondern sagen ach wird mich schon nicht treffen und dann trifft es eben doch ab und an noch das heißt hier ist damit zu rechnen wenn die Ukraine nicht mobil macht werden die bestehenden Einheiten schlicht aus Erschöpfung höhere Verluste erleiden, die dann später ausgehobenen werden schlechter ausgebildet sein und es werden weniger, gut ausgebildete, erfahrene Ausbilder zur Verfügung stehen, weil man eben weniger Personal zum Rotieren hat. Das heißt, die Ukraine ist in einer angespannten Situation. Personell müsste sie, zumindest von außen betrachtet, klar so viel wie möglich rekrutieren. Aber hier spielen dann eben andere Faktoren eine Rolle. Sie will keine Massenflucht auslösen. Das heißt, sie muss sich zurückhalten mit den, mit den Mengen, die sie rekrutiert. Finanziell pfeift die Ukraine so oder so aus dem letzten Loch. Sie kann mit eigenen Einheiten. Einnahmen nur die Hälfte ihrer Staatsausgaben decken. Und wer gibt, wer, der auf dem, wo bekommt die Ukraine auf dem freien Markt Kredite? Sie bekommt Kredite von Spendernationen, effektiv, von Nationen, die, die wollen, dass die Ukraine weiterkämpfen kann. Aber sie kann sich auf dem freien Markt nicht realistisch nennenswert noch mit Krediten eindecken. Das heißt, sie pfeift finanziell aus dem letzten Loch und jeder extra Soldat, der aus der Arbeitsmarkt rekrutiert wird, ist ein Steuerzahler weniger, der danach einen passables Gehalt bekommt als Soldat an der Front, was die finanzielle Lage natürlich noch einmal dramatisiert. Also die Ukraine steht hier vor sehr, sehr schwierigen Entscheidungen, weil sie eigentlich nach normalen Maßstäben Hunderttausende rekrutieren müsste und selbst 500.000 ist wahrscheinlich noch eine zurückhaltende Zahl, wenn man das betrachtet, wem sie gegenübersteht und was sie gegenübersteht und eben wenn man bedenkt, dass es von großem Vorteil ist, eine große Reserve zu haben, weil man dann mehr Zeit hat, die Leute länger ausruhen zu lassen, sie länger auszubilden, was alles dafür sorgt, dass die Verluste dann anschließend niedriger sind. Denn das gehört ja mit dazu. Also das werden schwierige Zeiten werden für die Ukraine, die eben sich finanziellen, politischen und personellen Zwängen gegenüber sieht, die halt aus der Ferne zwar erkannt werden können. Für mich ist es einfach zu sagen, die Ukraine müsste mindestens eine halbe Million, vielleicht eher versuchen, eine Million auszuheben. Aber das heißt halt nicht, dass die Ukraine es effektiv auch kann. Also dessen müssen wir uns gleichzeitig auch bewusst sein. Und das zeigt natürlich auch die Schwierigkeit der Lage. Hier könnte der Westen übrigens finanziell natürlich auch aushelfen. Abgesehen von Waffenlieferungen muss die Ukraine in der Lage sein, diese Soldaten auch zu bezahlen. Und das Geld kann sie sich nicht mehr auf dem freien Kapitalmarkt ohne weiteres besorgen. Internationale Unterstützung haben wir noch was. Und zwar Frankreich wird die Ukraine mit neuen Asta 30 äh, SAM. Also Bodenluftraketen ausstatten, die sind für SAMPT. Und es wird hunderte gepanzerte Fahrzeuge geben 2024 und 2025. Dabei geht es vor allem um VABs aller Wahrscheinlichkeit nach, das sind diese leicht gepanzerten, vierrädrigen Panzerwagen. Von denen hat die Ukraine schon einige. Das ist sozusagen Frankreichs Transportpanzer. Frankreich setzt sehr, sehr viel auf Räder, statt auf Ketten, weil das natürlich leichter verlegbar ist und Frankreich eine Interventionsarmee hat, vor allem für Afrika. Die hat die Ukraine bereits und die haben dort meines Wissens auch einen passablen Dienst geleistet. Und davon, die werden gerade im französischen Heer ersetzt, sodass Frankreich diese nun an die Ukraine abgeben will. Sicherlich nicht die Creme de la Creme, nicht das Großartigste, was sich die Ukraine erwünschen kann, aber immerhin hunderte davon. Das sollte also der Ukraine erheblich Menschenleben retten können, weil zumindest ein Maschinengewehrfeuer aus größerer Distanz und Granatsplittern von Artilleriebeschuss halten, die dann halt dann, haben die dann doch natürlich eine höhere. Ähm, resistenz gegenüber und halten etwas mehr aus also gute sehr gute nachrichten für die ukraine nach dem was der französische verteidigungsminister gesagt hat deutschland hat ein neues waffenpaket geschickt und ähm, zusätzliche munition beispielsweise für leopard 2-Kampfpanzer haben wir hier ähm, wir haben neue, neue geländefahrzeuge die geliefert werden, Führungsfahrzeuge und Reparaturen, Bergefahrzeuge und wieder sehr viel Material, was nicht so sonderlich sexy ist. Also nochmal 18.000 Schuss Artilleriemunition, aber äh, auch 40 mm Granaten werden geliefert, wohl für die Maschinengranatwerfer. Was wir hier eigentlich dann auch haben, sind Aufklärungsdrohnen zum Beispiel, Drohnen. Äh, Systeme, um Drohnen zu erkennen. Und hier haben wir so ein wunderbares Beispiel, wo Deutschland sehr, sehr viel geliefert hat, aber eben auch Material, was nicht so auffällig ist, was aber im Volumen sich eben aufaddiert. Wir sehen Minenräumpanzer, da kamen sechs neue. Wir haben zwei neue Brückenlegepanzer, um eben. Äh, kleine Bäche, Flussläufe etc. überqueren zu können. Pionierpanzer. Wir haben neue, 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 neue Minenräumflüge, Wärmebildgeräte, Satellitenüberwachungssysteme und so weiter und so fort. Hat sich die Liste der Bundeswehr wieder erheblich vergrößert. Wir sehen hier zum Beispiel 24.000 Schuss, 40 mm Granaten auch wieder hier als Beispiel und neue, über 2.000 neue Matador. Das sind ähm, Panzerfäuste, die die ähm, sehr, sehr modern sind und auch aus geschlossenen Räumen gefeuert, abgefeuert werden können, was eben bei den klassischen Panzerfäusten wie der Panzerfaust 3 oder beispielsweise der russischen, sowjetischen RPG 7 nicht der Fall ist. Also da kam ein größeres neues Paket, aber gleichzeitig muss man halt sagen, nicht jetzt irgendwie, äh, dass 100 neue Schützenpanzer angekündigt werden oder 1000 oder irgendetwas, auch wenn es nötig ist, nichts davon, was wenn man ehrlich ist, für sich entscheidend ist. Ähm, da ist, ist hingegen die anderen Nachrichten, die kommen, sind dann hingegen auch äh, schon, schon auch noch mal ein gutes Stück weit bedeuten. Da könnte man, wobei man es diskutieren könnte, zunächst mal heißt es, Belgien stellt 100 Millionen für den Betrieb der F-16 zur Verfügung. Da geht es ja nicht nur um Treibstoff, da müssen Ersatzteile her, da muss Munition beschafft werden und so weiter. Das alles muss finanziert werden. Und bezüglich Tschechien geht diese Saga ein bisschen weiter mit der Munition. Ich selber habe wohl mal eine Falschmeldung verbreitet, wo ich davon gesprochen habe, dass 1,5 Millionen Granaten geliefert würden und gefunden wurden. Das scheint falsch gewesen zu sein, denn gerade wird wieder von einer Million gesprochen. Es scheint so zu sein, dass die erste Meldung, die verbreitet wurde, 800.000 war. Dann wurde das möglicherweise nach unten korrigiert, sodass plötzlich weitere 700.000 auftauchten und viele dann gedacht haben und ich das davon übernommen habe, muss ich eingestehen, dass es hieß 800.000 plus 700.000. Sein, also 1,5 Millionen. Tatsächlich war dies wohl nicht der Fall. Das ging die ganze Zeit nur um 800.000. Da ist eigentlich inzwischen mehr gefunden worden. Jetzt ist die Rede von einer Million Granaten, die 1,8 Milliarden Euro kosten würden. Also auch verhältnismäßig günstig verglichen mit dem, was die Neupreise sind. 1800 Euro pro Stück, wenn ich hier nicht falsch liege. Die erste Munition wird dabei im April ankommen. Das heißt, in wenigen Wochen sollte die an der Front sich bemerkbar machen zugunsten der Ukraine. Und dann wird frisch herumgetrieben. Ich bin nicht sicher, wie weit das stimmt. Estland habe Munition für weitere 2 bis 3 Milliarden Euro gefunden. Wenn wir das also. Glauben wollten, dass das zum identischen Preis wäre, dann wären das bis zu zwei Millionen weitere Granaten, wobei natürlich nicht klar ist, ob das alles Artilleriemunition ist und. Ich kann auch noch nicht sagen, ob das stimmt. Ich habe dreimal einen Bericht dazu gefunden, aber dies waren immer ohne Belege. Also, vielleicht ist es wieder nur eine übliche Internetfalschmeldung, dann werden wir das in Kürze erfahren. Aber zumindest theoretisch könnte es sein, dass eine Million oder gar zwei Millionen weitere Granaten für die Ukraine auf dem freien Markt gefunden wurden, nachdem jetzt langsam nach zwei Jahren man doch mal in Europa den Ernst der Lage erkennt und den Versuch aufgegeben hat, den ukrainischen Munitionsbedarf komplett über eigene Fabriken zu decken, was natürlich direkt. Mit eigener Industriepolitik verbunden war, mit äh, Schaffen von Arbeitsplätzen, wo es dann auch wieder um Wiederwahlen geht und all diese Geschichten, wo man, wo man hart sagen muss, dass Teile der EU schlicht und ergreifend gesagt haben: Ja, die Ukraine ist wichtig, aber wichtig ist auch, dass es uns gut geht und dass wir wiedergewählt werden. Und das hatte in der Abwägung ganz offensichtlich eine Weile lang zumindest Priorität, dass die eigene Wiederwahl ermöglicht wird, dass das eigene, die eigene Industrie unterstützt wird. War zumindest eine Zeit lang wichtiger, als dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Und da zumindest gibt es jetzt etwas Bewegung, wenn diese Nachrichten stimmen. Und wie gesagt, Munition ist also aus Tschechien, die kommt demnächst an. Angeblich welche aus Estland. Und ich habe in griechischen Medien gefunden, dass Griechenland ausgemusterte Munition, die aber funktionstüchtig sei, ebenfalls abgibt. Also möglicherweise weitere Artilleriemunition aus Griechenland. Hierzu habe ich eigentlich keine Zahlen, ob das 10.000 Schuss sind oder 200.000, spielt natürlich eine große Rolle, macht einen großen Unterschied, aber Zahlen hatte ich diesbezüglich nicht. Aber es sieht zumindest aus, dass es möglicherweise die Artilleriemunitionsknappheit der Ukraine nicht mehr allzu lange anhalten wird. Das wäre natürlich sehr gute Nachrichten für die Ukraine, trotz aller Schlechter. Nachrichten zuvor. Aber wie gesagt, selbst wenn wir uns die größte Entwicklung westlich von Afdivka anschauen, das hatte ich Ihnen schon vor einem Monat oder es sind zwischen zwei her. Also, wenn Sie da schon dabei waren, hatte ich Ihnen das angekündigt, dass hier eine Befestigungslinie ist, die nicht vergleichbar sein sollte wie die davor und die daher verhältnismäßig schneller fallen sollte. Von daher sollte uns das nicht zu überraschen. Das war bedauerlicherweise ein, einzuplanen wegen der strategischen Versäumnisse, Versäumnisse der ukrainischen Seite, die schlicht und ergreifend nicht ausreichend früh an eine Verteidigung in der Tiefe gedacht hat, an viele verschiedene Verteidigungslinien hintereinander. Damit hat sie ja jetzt erst vor einigen Monaten begonnen, diese zu bauen. Das war es aber soweit hier mit dem Lagericht. Wenn Ihnen es gefallen hat, freue ich mich über den Daumen hoch. Das hilft mit dem Algorithmus. Hinterlassen Sie einen Kommentar, was Sie von der aktuellen Entwicklung halten. Wenn Sie es verpasst haben, gestern habe ich übrigens ein Video gemacht über die Schlacht um Kiew, warum ich die für die möglicherweise wichtigste und vor allem folgenschwerste Schlacht des bisherigen 21. Jahrhunderts halte, weil sie eben sehr, sehr große Auswirkungen hat über die Ukraine hinaus weltweit. Wenn Sie das Video verpasst haben, möchte ich Sie natürlich einladen, sich das auch noch anzuschauen. Und wenn Sie künftige Videos nicht verpassen wollen, will ich Sie natürlich einladen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu klicken. Nächster Livestream ist nämlich am kommenden Samstag geplant, wieder um 20 Uhr. Ich mache eine kurze Getränkepause und dann gehen wir weiter zur Frage-Antwort-Runde. Das heißt, fertig sind wir noch lange nicht. Aber jetzt muss ich erstmal, vielleicht hören Sie es schon an meiner Stimme, jetzt muss ich mir erstmal die Kehle wieder etwas benetzen. Und das mache ich natürlich mit dem Kanalsponsor Hogi. Und Katzenkamera gibt es nicht, weil sich Siegfried versteckt. Denn der ist krank. Der hat Verdauungsprobleme. Und ähm, ist deswegen jetzt schon zweimal eingefangen worden, um zum Tierarzt gebracht zu werden. Und Anna hat versucht, ähm, weil wir einen neuen Tierarzt gefunden haben, um ihn dorthin zu bringen. Und da hat er die Käfige gesehen und hat sich versteckt, sodass er aktuell nicht rauskommt, weil er wie jede Katze Angst vom Transportkäfig hat. Das heißt heute ohne Katzenkamera. Da können sich diejenigen freuen, die die Katzen nicht sonderlich mögen. Aber ich muss den Siegfried Ultras sagen, ich hoffe, bislang geht es dem Jungen okay. Ähm, ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Ja, ja. Deswegen gehen wir zum Tierarzt, damit sich das Problem lösen lässt. Ich mache natürlich wieder Energy Drink, damit ich schön Energiegeladen bin. Sie wissen, meine Tage beginnen sehr, sehr früh. Das heißt, auch nach Zeitverschiebung ist es so. Dass es durchaus hilfreich ist, um die Zeit schon Energy Drink zu haben, um energiegeladen zu bleiben, damit mich nicht Müdigkeit übermannt, vor allem hier oben, damit ich adäquat antworten kann. Mein klarer Favorit: Citrus Cobra für Energy Drink. Wirklich richtig gut. Das war nicht geplant. Gut, dann kommen wir zum zu Streamwort. Tabulieren wir mal die Fragen. An der Stelle danke ich Frank für fünf verschenkte Mitgliedschaften. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Mal hypothetisch: Wen würden 50 Millionen Afrikaner, die nach Europa einwandern, mit wem würden 50 Millionen Afrikaner, die nach Europa einwandern, lieber kämpfen? zusammen mit uns gegen die Russen oder mit den Russen gegen uns. Ich denke, das wird an uns liegen an den Europäern. Wie man mit diesen Menschen umgeht, ob man ihnen die ich meine, das ist natürlich eine tiefpolitische Frage, die jetzt die jetzt genutzt werden kann, um mir irgendetwas zu entlocken, dass ich die als pauschal illoyal bezeichne oder verträumt als allesamt loyal bezeichne. Ich weiß nicht, ob sie darauf hinaus wollten und äh, das um mich in die Irre zu führen, um mich, um mich, um mich vorzuführen, werden sie kaum das mit einer solchen Spende verbunden haben. Daher behandle ich die Frage jetzt einfach mal ernst und tue nicht so, als ob das eine Gotscher-Frage sei, um mich bei irgendetwas zu erwischen. Letztendlich wird es an den Europäern liegen. Zuwanderer sind nicht von Haus aus loyal. Es kommt vielleicht auf die Motivation der Zuwanderung an. Aber natürlich ist ein fremder Mensch nicht automatisch ein loyaler Mensch. Deswegen erlauben ja zum Beispiel viele Staaten keine, keine Präsidentschaft für Zuwanderer. Ich wohne jetzt seit sieben Jahren in Panama. Ich qualifiziere mich für die, für die Staatsbürgerschaft. Wenn ich die Staatsbürgerschaft annehme, darf ich trotzdem nicht Präsident werden. Und es muss ich sagen, ganz richtig so. Denn ich war bis 35, habe ich, hab ich in Europa gewohnt, nicht nur in Deutschland, aber vor allem. Das wird man nie aus mir herausbekommen, auch wenn ich den, den Pass hier annehme. Ich werde mich trotzdem immer in gewisser Art und Weise mit Deutschland verbunden fühlen und eine Beziehung dazu haben. Und wäre ich dann Präsident von Panama, würde ich Entscheidungen, die ich treffe, unter diesen Gesichtspunkten betrachten. Und wenn es um außenpolitische Entscheidungen geht, könnte es dann theoretisch natürlich sein, dass ich mein Ursprungsland vielleicht bevorzugen würde, obwohl ich Präsident eines anderen Landes wäre. Das ist normal. Das ist menschlich und das ist auch etwas, was man offen thematisieren können sollte. Da müssen wir ganz klar sagen, da müssen wir Erwachsene sein und auch sagen, das kann natürlich Probleme geben. Und wir sehen es ja. USA ist ein anderes Beispiel. Sehr, sehr viele Länder erlauben Zuwanderern, die nicht wenigstens mit der Staatsbürgerschaft geboren sind, dürfen erlauben die keine, keine, nicht die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Aber es wird einfach an der Bevölkerung geben. Wird diesen Zuwanderern ein, ein ein äh, System wird denen eine Gelegenheit geboten, dass sie sich mit Europa identifizieren, mit seinen Werten, wird und das ist nicht nur Gelegenheit bieten, sondern muss man ganz klar sagen, da wird auch Druck notwendig sein. Es wird äh, notwendig sein, den Leuten zu sagen, ihnen zu zeigen, was man ihnen bietet, es ihnen schmackhaft zu machen, aber auch mit Sanktionen verbinden, wenn es das nicht ist. Und dann können die selbstverständlich loyal sein. Ähm, ich habe zum Beispiel keinen Zweifel, dass ein Gerald Asamor sich als Deutscher fühlt auch wenn er in Ghana geboren ist und erst mit zwölf nach Deutschland eingewandert ist und äh, keinerlei deutsche Abstammung hat. Für mich ist, präsentiert sich Gerald Asamoah mit all dem, wie er es getan hat. Für die Jüngeren, das ist ein früherer deutscher Nationalspieler, ich glaube der erste Schwarze war das, präsentiert sich allen gegenüber als, als Deutscher. Da habe ich keinen Zweifel an dessen Loyalität. Und das ist eine Sache, das hängt, hängt von dem Zuwanderer ab. Und es hängt von der Aufnahmegesellschaft ab. Und bei einigen wird es reichen, ihnen die richtigen Anreize zu liefern, die richtigen Angebote zu machen, sie willkommen zu heißen. Bei anderen wird es notwendig sein, mit Strafen zu folgen, wenn die notwendige Loyalität nicht kommt, eben dann. Entsprechende politische Maßnahmen zu machen. Aber ich denke nicht, dass man es pauschal sagen kann, denn die Motivationen nach Europa einzuwandern sind natürlich unterschiedlich von Person zu Person. Aber da wird, werden auch welche dabei sein, die es aus echter Liebe heraus tun, aus Verehrung der Kultur und der, der Umgebung. Und bei denen zum Beispiel hat man ein viel kleineres Problem, als bei welchen, die aus anderen Gründen kommen. Aber ich sehe das nicht als prinzipielles Ding der Unmöglichkeit. Nur eines muss auch klar sein: mit Naivität zu sagen, das wird schon, ist sicherlich der falsche Weg. Aber es ist Sicherlich möglich. Man kann Menschen loyal machen, das sieht man in den USA. Die haben eine Zuwanderungsgesellschaft, die haben eine Gesellschaft, wo es attraktiv ist, ein Staatsbürger zu werden, wo Leute stolz darauf sind, endlich Amerikaner geworden zu sein. Und die Weltkriege wurden geführt gegen Nationen, aus denen ein großer Teil der Einwanderer kam. Die, Deutsch, die deutschen sind die größte Zuwanderungsgruppe in den USA von der Abstammung her und USA hat zweimal gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg in zwei Weltkriegen gekämpft und ich glaube in beiden Fällen gab es keine nennenswerte Menge an Illoyalität und selbst bei den Japanern die die ähm, auch oder auch bei den Japanern die gegen die die USA ja im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben trotz der Behandlung mit den Internierungscamps gab es keine großen Probleme mit Illoyalität. das ist eine Frage dessen aus welchen Motivationen kommen die Menschen und was bietet man ihnen an? Und bietet man ihnen etwas an, mit denen sie sich identifizieren können. Und wenn man das hinbekommt, dann sind Zuwanderer überhaupt kein Problem. Und dann es wird Arbeit erfordern. Aber ich würde nicht sagen, dass man. Man sollte weder, weder naiv sein, noch sollte man negativ das betrachten. Es wird Arbeit erfordern, aber es ist möglich. Das wäre meine Erwartung. Nicht ganz Thema des Kanals, aber ich ging einfach mal davon aus, dass es eine ernst gemeinte Frage war, die die ich entsprechend dann ernst gemeint beantworten will. Danke an der Stelle, Hiroshi, für die Unterstützung. Vielen lieben Dank. Warum spielt bei der ganzen Diskussion um Waffenlieferung der GTK-Boxer keine Rolle? Wäre doch durch die verschiedenen Einsatzmodule das ideale Fahrzeug für die Ukraine, weil der für die deutsche Verteilung benötigt ist. Die, die Bundeswehr hat Eigenbedarf und erst wenn der gestillt wurde und der der dann kann man darüber nachdenken, welche für die Ukraine zu bauen. Und die Bundeswehr muss verteidigungsbereit sein. Und andererseits ist es natürlich so, dass mit dem Zulauf des Boxers werden alte Fahrzeuge äh, verfügbar. Jetzt wäre es für die Ukraine sicherlich toll, wenn man ihr das Modernste bauen würde, aber man muss klar sagen, die Bundeswehr und die Bundesregierung sind Deutschland verpflichtet. Und dazu gehört, dass die Bundeswehr schlagkräftig ist und nicht, dass die Fahrzeuge, die vom Band laufen, direkt in die Ukraine geschickt werden. Und in Deutschland ist der Klarstand, weil die Fahrzeuge 50 Jahre alt sind, bei 30 Prozent. Das muss man einfach realistisch sagen. Wäre der Boxer gut, gar keine Frage. Boxer, Puma, Leopard 2A8 sind wahrscheinlich gehören zu den besten Fahrzeugen ihrer Klasse. Teilweise sind sie vielleicht die beste, teilweise sind sie nicht weit davon entfernt. Die könnten die Ukraine in großen Mengen gebrauchen, aber realistisch ist es nur, wenn man erst den Eigenbedarf gedeckt hat und man muss auch sagen, der Stückpreis ist halt auch exorbitant höher einen Leopard 1 irgendwie von den Griechen abzukaufen oder was weiß ich, von Chile, denen man sie exportiert hat, denen man sie verkauft hat, die zurückzukaufen, das wird pro Leopard 1 ein paar 10.000 kosten. Ein neuer Leopard 2 er 8 kostet halt 15 Millionen. Das sind, das sind andere Punkte und irgendwo muss das Geld halt auch alles herbekommen. Also realistischerweise wäre der Boxer hervorragend, aber die Umstände werden allenfalls es erlauben, wenn der Boxer in dem Bundeswehrbestand seinen Planstärke erreicht hat, dass man dann vielleicht die Entscheidung trifft, die, die Produktion aufrechtzuerhalten. Wäre es schlau? Jetzt bereits Bestellungen zu machen, die weit über den Bundeswehrbedarf hinausgehen, um damit entweder ein Aufwachsen der Bundeswehr zu ermöglichen, falls die Ukraine gefallen ist und der Krieg mit Russland bevorsteht, denn dann muss die Bundeswehr stärker werden. Ich glaube, da, da sollte es wenig Zweifel werden. Oder aber, wenn die Ukraine dann nicht gefallen ist, um diese zusätzlich Bestellten der Ukraine abzugeben, wäre das schlau? Gar keine Frage. Natürlich wäre es das. Aber sagen Sie es der Bundesregierung, sagen Sie das dem Parlament und sagen Sie es Ihren Mitmenschen, von denen dann erwartet wird, dass sie höhere Neuverschuldung oder höhere Steuern akzeptieren, um das zu bezahlen. Das hat halt alles Konsequenzen und die ist man in dem vollen Maße nicht bereit zu treffen. Ähm, andere Konsequenz wäre, man lässt die Bundeswehr schwach und mit altem Material und gibt der Ukraine das neue Gerät weiter. Das wäre eine weitere mögliche Konsequenz, die ebenfalls nicht besonders angenehm ist. Also hier gibt es einfach eine Reihe von Problemen und da wird eine Abwägungs Abwägung getroffen. Leading Innovations, danke für fünf verschenkte Mitgliedschaften. Vielen lieben Dank. Könnte die Ukraine ein Embargo gegen russische Schwarzmeerhäfen verhängen und das mittels Seedrohnen durchsetzen? Und wie könnten Sie das völkerrechtskonform umsetzen? Äh, völkerrechtskonform habe ich keine Ahnung. Blockaden sind, glaube ich, unter besonderen Bedingungen erlaubt, aber fragen Sie mich nicht, welche. Ich habe keine Ahnung. Und dann rate ich hier nicht herum und erzähle irgendwas Falsches. Äh, können Sie es mittels Seedrohnen umsetzen? Muss sie, muss sie, muss die Ukraine jedes Schiff versenken? Nein. Wenn sie jedes 25. schwer beschädigt, reicht es wahrscheinlich. Wenn die Russen es nicht schaffen, mit Geleitzügen dafür zu sorgen, dass die Ukrainer es nicht mehr können, dann werden die Versicherungskosten so hoch werden, dass ausländische, ausländische Schiffunternehmen Reedereien die Schwarzmeerküste nicht mehr antworten. Denn wenn sie eine Chance von 1 zu 25 haben, dass ihr Schiff zerstört wird und die Versicherung ist nicht bezahlt, warum schicken sie, dann schicken sie ihr Schiff nicht mehr hin. Dazu sind Schiffe wohl zu teuer. Das heißt, könnte sie es durchsetzen? Vielleicht. Geht es völkerrechtskonform? Soll beantworten, wer sich damit auskennt. Das kann ich nicht sagen. Aber sie merken, ich habe nicht nur Zweifel, was die Völkerrechts, was die Rechtswidrigkeit angeht oder die Rechts das ist, was ist das Gegenteil von rechtswidrig? Rechtskonformität? Daran habe ich Zweifel und ich habe auch Zweifel, ob sie es so einfach durchsetzen können, denn die Russen können sehr wohl etwas gegen die Drohnen machen. Das ist halt ein Aufwand. Und den, der, der ist groß. Aber es ist nicht so, dass man nichts gegen Drohnen machen könnte. Uwe Jakobs, ebenfalls fünf verschenkte Mitgliedschaften. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Tschechien, Italien, Norwegen, Niederlande, Ungarn haben den Leopard 2A8 bestellt oder beabsichtigen eine Bestellung. Wird der MBT so eine Art NATO-Einheitspanzer und bleibt der Zukunft sicher? Äh, letztendlich, wenn man ehrlich ist, ist, sind Leopard 1 und Leopard 2 schon praktisch halbe NATO-Einheitspanzer in Europa. Wenn wir uns anschauen, wer die Panzer jeweils gehabt hat, ich werde ein paar vergessen, aber Leopard 1 war, glaube ich, in Norwegen, in Dänemark, in Deutschland natürlich, in Belgien. In die Niederlande, glaube ich, hatten ihn auch. Spanien, glaube ich, nicht. Aber Italien hatte ihn. Griechenland hatte ihn, Türkei hat ihn. Portugal weiß ich nicht. Und Kanada hatte ihn ebenfalls. Das ist schon praktisch fast ein Standardpanzer. Leopard 2, Kanada, äh, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Deutschland, Polen, Niederlande, Spanien, Portugal. Italien bald, Ungarn, Tschechien, Griechenland, Türkei, Jetzt sind wir schon bei fünfzehn. Also, wenn wir uns die Verbreitung anschauen, waren die deutschen Rüstungsprodukte, was Kampfpanzer angeht, populär genug? dass sie quasi Einheitspanzer geworden sind. Aber der Unterschied ist halt, es ist auf dem Markt durchgesetzt. Das sind Nationen, die gesagt haben, das ist ein gutes Produkt und haben es sich es gekauft. Das macht es nicht zu einem Einheitspanzer. Andererseits ist es so, dass die, dass die F-16 zum Beispiel, ist das ähnlich auf, auf in Bezug auf die Luftfahrt. F-16 ist, glaube ich, Kanada. Nee, Kanada nicht. Äh, Norwegen, Dänemark, Belgien. Ähm... Hat es denn noch in Europa? Also, vielleicht, wie, wie sehen es. Ein Standardpanzer, dass die NATO sich auf etwas einigt, ist in dem Sinne auch nicht wirklich wahrscheinlich. Denn es gibt Rüstungsfirmen in vielen, unter vielen Nationen. Dass die Briten zum Beispiel den Challenger 2 haben, liegt nicht daran, dass der Challenger 2 der beste Panzer war. Den Challenger 2 haben die Briten, weil Vickers ihn hergestellt hat. Und hätte man den Challenger 2 nicht bei Vickers bestellt, dann hätte es Vickers vielleicht nicht mehr gegeben. Dann wäre die Fähigkeit, moderne Panzer zu bauen, verloren gegangen. Also hat man in Großbritannien gesagt, wir bestellen einen weniger guten Panzer, aber dafür behalten wir Vickers. Und wenn es NATO-Einheitsgerät gäbe, wäre das für die Effizienz vielleicht ganz praktisch, so wie die F-35 zum Beispiel eine Art neuer NATO-Einheitsjäger wird oder auf dem Weg dort ist, aber es ist halt äh, für die nationalen Interessen sehr schädlich und. Weil, weil die Rüstungsindustrie als strategische Industrie behalten werden soll. Ist der, ist der NATO, ist der Leopard 2 damit eine Art äh, NATO-Einheitspanzer? Ja, könnte man so sagen. So wie der M113 eine Art NATO-Einheitstransportpanzer äh, war und die F16, die F5, äh, die f 4 Einheitskampfflugzeuge waren und so weiter, aber eben eher im Sinne von, weil sie sich auf dem Markt durchgesetzt haben, beziehungsweise weil es staatliche Hilfen gab, dass das Ding sich weiter verbreitet. Denn bei den Amerikanern wird ja dann häufig auch älteres Material günstig abgegeben an Verbündete, was dann dafür sorgt, dass diese Nationen plötzlich wieder amerikanisches Gerät haben. Es wird subventioniert oder ähnliches getan, damit das Militärgerät sich weiter verbreitet. Da spielen solche Faktoren auch noch mit eine Rolle, aber ähm, offizielle Fahrzeuge gibt es nicht. Der Leopard 2A4 ist von dem, was aktuell im Westen hergestellt wird, wahrscheinlich einer der besten Kampfpanzer. Das wird dann am Ende Glaubenssache sein, ob der Abrams nicht doch besser ist. Aber nein, der hat ja Gasturbine und die ist ganz besonders schlecht, weil sie spritfressend ist und außerdem so eine große Wärmesignatur hat. Dann gibt es andere, die sagen, bei modernen Wärmebildgeräten spielt es keine Rolle. Da ist der Diesel ganz genauso heiß. Und Treibstoffverbrauch ist nur ein Problem, wenn man, keine, wenn man schlechte Logistik hat. Und gleichzeitig ist die Schnelligkeit des Anfahrens viel höher, weil die Gasturbine schneller Leistung liefert. Aber vielleicht ist ja der K2 besser. Ähm, da, ist, da spielen wieder viele nationale Partikularinteressen mit einer Rolle. Die Ungarn zum Beispiel dürfen die Fahrzeuge zum Teil zumindest selber herstellen. Das rettet die eigene Rüstungsindustrie, hält Geld im Inland. Wie schnell wird geliefert, spielt eine Rolle. Wenn Deutschland in Polen Leopard 2. 400 pro Jahr angeboten hätte, weil Deutschland die Kapazität hätte, dann wären heute wahrscheinlich keine K2 in Polen. All solche Faktoren spielen dabei, dabei mit eine Rolle. Es ist ein sehr, sehr vielschichtig, vielschichtiges Gebiet. Die Polen wollten auch an der Produktion beteiligt sein, an dem neuen Einheitspanzer, an dem, an dem neuen Panzerprojekt der, der Franzosen und der Deutschen. Aber da wollte man die nicht mitbauen lassen. Also sind sie, haben sie sich auch wieder anderweitig umgesehen und so weiter und so fort. Da spielen Spiele, viele Faktoren mit. Ist er, bleibt er zukunftssicher? Sicherlich noch den einen oder anderen Jahrzehnt. Die Entwicklung ist aktuell nicht so rapide. Dass Panzer nach drei Jahren obsolet werden, wie im, Kalten, wie im Zweiten Weltkrieg. Drohnen werden eine Herausforderung sein, aber da kann man natürlich mit KI, mit Sensoren, mit Maschinenwaffen und eventuell auch mit Abfangdrohnen etwas gegenwirken. Da bin ich nach wie vor nicht überzeugt, dass die Drohnen wirklich das furchteinflößende Gegenmittel bleiben, was sie gerade im Ukraine-Krieg zu sein scheinen. Da bin ich relativ zuversichtlich, aber das wird man sehen müssen. Bleibt dazu zukunftssicher. Zukunftssicher genug für alle, die jetzt bestellen. Deutschland entwickelt ja gleichzeitig an einem Nachfolger, was zumindest aus deutscher Sicht zeigt, dass man auf politischer Seite der Ansicht ist, dass der Leopard 2 ein Auslaufmodell ist, trotz allem. Walter D., Hallo Heinrich, gefährdet Russland durch seine militärische Gebundenheit im Ukraine-Krieg seine Vormachtstellung in der Arktis? Könnten die USA oder auch China das nutzen, um ihren Einflussbereich gegenüber Russland in der Arktis auszubauen? Da müsste man fragen, wie. Die Russen haben ja Anspruch erhoben auf den Kontinentalschelf, der ja irgendwie bis unter den, unter den geografischen Nordpol reichen soll. Das ist aber unterm ewigen Eis und dort fahren nur ein paar Atom-U-Boote herum. Und die, die Macht Russlands in der Arktis ist, ist erzeugt durch seine lange Küstenlinie. Dadurch, dass Russland dort trotz der Unwirklichkeit aufgrund seiner sowjetischen Vergangenheit eine verhältnismäßig passable Infrastruktur hat, da gibt es einiges an Flughäfen, einiges an Häfen und die Russen betreiben mehrere, ich glaube, mehrere Atom- Eisbrecher, das alles sind Sachen, die die Russen sehr in der Arktis stärken. Dass die Amerikaner oder die, gar die Chinesen, die sich jetzt zum nahe arktis erklärt haben, was auch immer das sein soll, um halt zu demonstrieren, dass auch sie irgendwelche Interessen in der Arktis hätten, ähm, dass die das effektiv nutzen können, bin ich jetzt nicht so ganz überzeugt. Vielleicht, vielleicht schlicht und ergreifend, weil ich irgendeinen Faktor nicht sehe, der dort eine wichtige Rolle spielt. Das ist eindeutig möglich. Aber ich sehe nicht, was. Die Russen so schwächen würde, dass, dass die USA oder China das jetzt zu einem Umschwung der russischen Position in der Arktis nutzen könnte. Aber wie gesagt, offen gesagt, ist es gut möglich, dass ich irgendeinen Faktor nicht bedenke. Ich, wie Sie merken, ich beschäftige mich schon etwas damit. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie mein Kerninteressensgebiet, über das ich die ganze Zeit lesen würde. Von daher ist es möglich, dass ich da irgendwas verpasst habe. Gibt es neue Informationen bezüglich dem Einsatz französischer Soldaten? Wall Street Journal Beitrag gelesen. Sacharowa schwurbelt von Bereitschaft für Ende April. 1500 Mann. Ich glaube, den Wall Street Journal Beitrag, Beitrag, um den es dann da wohl geht, nicht. Frankreich zieht es in Erwägung, aber bislang ist ja nicht... Ist ein, ein, ein Einsatz, offiziell habe ich nichts mitbekommen, dass der was angekündigt worden sei. Und da wurde ja von verschiedenen Sachen spekuliert. Unter anderem ja die Geschichte mit dem Bewachen der belarussischen Grenze. Aber da hat Russland bereits angekündigt, es wird die angreifen. Wir haben es in der Vergangenheit detailliert durchgesprochen. dass... Ich mir nicht sicher bin, wie weit Frankreich das zu dem jetzigen Zeitpunkt so etwas machen will, weil das halt wirklich ein schon erhebliches Eingreifen wäre, wenn man beginnt, die Grenze zu bewachen. Ist es was anderes, als wenn man ein paar Minenfachleute schickt, die den Ukrainern dabei helfen, irgendwie um Cherson herum ein paar Blinkgänger zu räumen. Oder Ausbilder, die ganz im Westen in einer in einer Basis aktiv sind und ausbilden. Denn das, darüber wird weitergesprochen. Die Kanadier, glaube ich, haben jetzt erlaubt, dass ihre eigenen Soldaten wieder in der Ukraine ausbilden. Ich glaube, die, die Dänen haben darüber gesprochen, dass sie es in Erwägung ziehen, welche zu schicken. Aus dem Baltikum war es sowieso schon zu hören. Briten sind sowieso schon da. Das heißt, dass aber irgendwie 1500 Kampftruppen eintreffen würden, habe ich nichts bestätigtes irgendwie gefunden. Von daher nie den Wall Street Journal-Beitrag, der angesprochen wird, den habe ich nicht gelesen. Julian Hausmann, danke für die Unterstützung und die Frage haben wir auch gleich hier. Vielen lieben Dank. Wie schnell könnte die USA die Ukraine mit Abrams und Artillerie etc. zumüllen, wenn sie wollten? Super Stream und noch einen tollen Abend. Das ist die große Frage: Wollen sie ihre Depots ausleeren oder nicht? Und das wollen sie weitgehend nicht, weil sie der Ansicht sind, dass sie die Sachen brauchen für die bis auf weiteres, dass sie das den Bedarf dafür nach wie vor haben. Ich kann wieder hier the military balance nehmen. Da haben wir die amerikanischen Depotwaren. Ich schaue jetzt mal schnell, wo es hier ist. Außerhalb aber die Zahlen sollten so in etwa bei ähm, die Zahlen sollten so in etwa bei 2000 Kampfpanzern liegen, die die Amerikaner auf Reserve haben. Was hier? Kanada. Kanada. Sind wir schon bei den USA? Ja, hier USA. Und dann können wir uns anschauen, was wir an Reserve haben. Space, US Army. Einheiten, Combat. Moment. Mechanized Brigades. Equipment by type. Um, 2000 Abrams. Etwa 2000 in Reserve. Wir haben, Artillerie war noch gefragt. Wo haben wir Artillerie? Hier. 850 M109 Paladin in Reserve. Es müssten auch gezogene Artillerie in Reserve sein. Hier steht aber da nichts weiter darüber. Die müssen natürlich einsatzbereit gemacht werden und das ist eine Frage des Aufwandes. Die USA betreiben weiterhin Panzerfabriken, die normalerweise wird auch dafür gesorgt, dass die eine, niedere, eine mittlere zweistellige Zahl pro Jahr neu produzieren. Schlicht und ergreifend aus strategischem Interesse, weil die USA, selbst wenn sie die Fahrzeuge nicht brauchen, selbst wenn sie keine Käufer dafür haben, sagen, es ist besser, wir lassen, wir bauen 80 Kampfpanzer pro Jahr neu, behalten damit alle Fertigkeiten, behalten damit alle Zulieferer in, in äh, Betrieb. Sorgen dafür, dass die nicht pleite gehen. Wir sorgen dafür, dass wir weiter die Fertigkeit behalten, Panzer zu bauen, schlicht aus strategischem Interesse. Ähm wie lange würde es dauern, 500 dieser Panzer einsatzbereit zu machen? Das kann ich nur wild raten. Ich kann es schlicht nicht sagen. Dauert es drei Monate oder neun Monate? Ähm Dann, wie viel davon ist mit Geld zu beschleunigen? Wir dürfen nicht vergessen, dass die USA große eigene. Werkstättsfertigkeiten haben, auch im Militär. Das heißt, man muss nicht die Wiederherstellung an jemanden wie Rheinmetall abgeben, wie in Deutschland, sondern es kann in, in den USA teilweise durch die US Army selbst betrieben werden, was natürlich die Geschwindigkeit einer, einer Produktion erheblich erhöhen kann. Aber Schätzungen, realistische Schätzungen sind, dass die USA nach einem Jahr 250 Abrams pro Jahr wahrscheinlich bauen könnten. Und dann ist eine relativ vorsichtige Schätzung, dass sie so um 100 pro Jahr die Produktion erhöhen könnten, wenn wir nur bei Kampfpanzer bleiben. Also sie könnten, wenn sie letztes Jahr angefangen hätten, hätten sie dieses Jahr wahrscheinlich so 200, irgendwo zwischen 150 und 250 produzieren können. Und dann, dann ziehen wir die Zahl immer 100 pro Jahr hinzu. Das ist mehr oder weniger ein, ein, ein halbwegs realistisches Anwachsen der, der amerikanischen Produktionskapazitäten, ohne dass die Amerikaner auf irgendeine Art Kriegswirtschaft umstellen, dann würde das Anwachsen natürlich erheblich höher sein, wenn sie diese, diese, diesen Schritt gehen würden. Also wie lange, wie lange würde es dauern? Auch nicht über Nacht. Sie haben was in Reserve und realistischerweise können sie das nicht beliebig ausleeren. Sie müssen bereit sein, dass die NATO gegen Russland zieht und sie selber anwachsen müssen in Fertigkeiten und selber Verluste erleiden. Sie müssen dafür vorbereitet sein, dass es mit China einen militärischen Konflikt geben kann. Und klar, natürlich wird ein Krieg mit China nicht unbedingt jeden einzelnen Kampfpanzer benötigen. Aber das heißt nicht, dass man sie deswegen abgeben kann. Nur weil der Krieg wahrscheinlich vor allem durch Luft- und, und Seestreitkräfte geführt wird. Die Chinesen könnten zusammen mit den Nordkoreanern eingreifen und dann braucht man plötzlich doch wieder eine Menge Kampfpanzer, wenn auf der koreanischen Halbinsel gekämpft wird. Also so einfach ist es nicht. Die USA könnten sicherlich mehrere hundert liefern, wenn sie gleichzeitig einen Großauftrag an Neufahrzeugen in, in Gang setzen würden, aber. Das ist alles auch nichts in sechs, ist keine Sache von sechs Monaten, wo alleine damit mit hunderten Fahrzeugen die, die Front verändert werden könnte. Es sei denn, wir würden erwarten, dass die Amerikaner was machen, wie es Deutschland getan hat, in seiner Verzweiflung. Man möchte fast sagen, was Wahnsinniges machen, wie es Deutschland getan hat. Denn reden Sie mit professionellen Militärs, die schlagen darüber die Hände zusammen, was die Bundesregierung getan hat, nämlich aus dem aktiven Dienst das Material entnommen zu haben. Und damit natürlich die Fertigkeiten einzuschränken. Das ist schlicht und ergreifend gewesen, weil Deutschland nichts hat, was es sonst groß abgeben kann. Deswegen musste man die Leopard 2 A 6 aus der Bundeswehr herausnehmen. Deswegen musste man die Patriot aus der Bundeswehr herausnehmen. Das sind das und die Panzerhaubitzen 2000, das wollen die Amerikaner nicht machen. Wenn sie das tun würden, dann wäre es natürlich eine Frage, der, wann die Ausbildung fertig ist, theoretisch. Auch hier wieder, ja, da ist Uranpanzerung in den, in den Abrams drin und angeblich darf die nicht exportiert werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, wie sie schon an meinem angeblich heißen. Und solche Regelungen lassen sich auch ändern. Ich weiß nur von einer Einschränkung und das ist ein Gesetz, dass die F22 nicht exportiert werden darf. Aber dass die Uranpanzerung der Abrams einen gleichen, einen vergleichbaren Exporthemmnis äh, unterworfen ist, ist mir nicht bekannt. Also. Wenn sie ihre eigenen aktiven Streitkräfte schwächen sehr, sehr schnell, aber auch nicht zu Müllen. So dass die nicht wissen, wohin mit den Panzern und sagen, wir können nicht noch mehr gebrauchen. Das ist auch nicht realistisch. Sie vertreten die These, entweder man ist Hegemon oder man hat einen. Was meinen Sie, wäre ein möglicher Hegemon, wenn die USA ausfallen und man Russlisch, Russland verständlicherweise nicht will? Kann natürlich versuchen, sich den, den Chinesen an den Hals zu werfen. Oder man kann selber versuchen, Hegemon zu werden. Ich meine, Deutschland ist theoretisch eher dazu in der Lage. Es hat es ja schon ein paar Mal den Versuch unternommen. Deutschland ist das bevölkerungsreichste und das wirtschaftlich stärkste Land in Europa. Das kann jetzt natürlich, ich meine, schauen Sie sich die aktuellen Staatsausgaben an. Wenn man, fast, wenn man rund 50 Prozent Staatsquote hat, dann kann man, wenn man wahnsinnig genug ist, die Hälfte davon ins Militär stecken. Deutschland kann theoretisch einen Verteidigungshaushalt von 700-800 Milliarden unterhalten. Deutschland kann mit den USA im Verteidigungshaushalt konkurrieren. Dann gibt es halt kein Sozialsystem mehr. Das ist halt die, die offene Konsequenz daraus. Das, das, das und das wiederum sorgt dafür, dass es nicht durchhaltefähig ist. Das kann man nicht 30 Jahre lang machen, sondern das kann man machen, wenn man gerade mal wieder den Griff nach der Welt macht, unternimmt. Dann braucht man nach wenigen Jahren Krieg und mit diesem aufgerüsteten Militär muss man dann etwas machen, ansonsten ist es reine Geldverschwendung. Rein theoretisch kann Deutschland das versuchen, aber realistischerweise wird es das nicht können. Dann kann man noch hoffen, dass vielleicht die Pläne von Vereinigten Staaten von Europas irgendwie funktionieren würden. Halte ich für aussichtslos. Aber dann, ja, innerhalb, innerhalb Europas. Gibt es keine Alternative? Denn ich, halte, ich glaube, dass die, die nationalen Interessen nach wie vor viel zu unterschiedlich sind, als dass ein geeintes Europa für sich es einfach hätte und vor allem kontinuierlich. Wir sehen es ja jetzt schon. Es sollte doch so einfach sein. Und trotzdem haben wir in der Slowakei und in Ungarn ja welche, die, die gerne ein Bein stellen, wenn es um die Hilfe an die Ukraine geht. Das ähnlich war es in Bulgarien. Auch dort, glaube ich, hat der Staatspräsident versucht, die Hilfe für die Ukraine zu sabotieren. Wir haben es schon innerhalb der EU und innerhalb der NATO. Haben wir schon Versuche, die gemeinsame Politik zu sabotieren. Jetzt stellen Sie sich das mal innerhalb von Europas vor, wenn es darum geht, den, den Russen entgegenzuhalten. Die Russen können numerisch gegen ein geeintes Europa nichts anhaben. Aber ein geeintes Europa ist halt eine, ein Stück weit eine Illusion, wenn es hart auf hart kommt. Und wer bleibt dann außer, außer den Russen? Man bleibt fast nur noch die Chinesen. Von daher ist es im deutschen Interesse, dass die Amerikaner stark bleiben. Denn wenn man nicht selber versucht, Hegemon zu werden, und ich würde es für wahnsinnig halten, diesen Versuch zu unternehmen, dann ist man am besten dran mit den Amerikanern. Das ist die schlichte Realität. Denn die Russen werden... Ja, man kann natürlich irgendwelche Träumereien der, der, derjenigen Leute übernehmen, die gerne mit Russland gemeinsame Sachen machen wollen. Aber... Die wollen halt dann Europa effektiv mit den Russen aufteilen. Das äh, könnte man und das wäre dann theoretisch wieder ein Versuch selber Hegemon zu werden. Denn die anderen europäischen Staaten werden ja nicht besonders zufrieden damit, wenn Russland und Deutschland sich untereinander alles ausmachen. Das würde den Franzosen und den Polen zum Beispiel ziemlich missfallen. Dann müsste man also Druck auf diese ausüben, zur Not militärischen Druck. Und schon sind wir wieder bei dem: Man ist Hegemon oder man hat einen. Also Meines Erachtens ist die einzig, einzig gangbare Alternative realistische. Theoretisch ist natürlich Vereinigte Staaten von Europa. Aber das ist ein, ein, ein Wolkenschloss. Die einzig gangbare Alternative ist Amer Amerika. Uwe Döring, es sind erst 300.000 Schuss finanziert. Tschechien bekommt nicht genug Geld. Meine Informationen von der Front sprechen von baldigen Durchbrüchen. Wir sehen die, die Entwicklung. Ähm, die Ukrainer haben eine Weile lang die Front stabilisieren können. Die Frage ist wie? Haben die Russen ein Stück weit operative Pause gemacht und rotiert? Oder haben die Ukrainer das, was pro-russische Kommentatoren sagen, die behaupten, die Ukrainer haben ihre Reserven verheizt? Ich kann natürlich, wenn ich alles, was ich habe, an die Front schicke, wenn ich jede Position, die von einer Gleitbombe vernichtet wurde, danach mit frischen Soldaten besetze, bis die nächste Gleitbombe kommt, dann kann ich die Russen erstmal stoppen. Aber alles, was ich dabei halt verliere, habe ich danach nicht mehr. Wenn das der Fall war, dann wird es demnächst ernst, ja. Von daher, die, dass erst 300 Millionen finanziert sein. Ich meine, jetzt hat sich Island hat jetzt auch erklärt, dass sich beteiligt, aber da reden wir natürlich von Kleckerbeträgen. 300.000 war auch die letzte Zahl, die ich gemeldet hatte, die bezahlt, die bezahlt sein. Also nichts von wegen anderthalb Millionen und aber es kommt was. Deutschland war jetzt die letzte Meldung, Deutschland verdopple seinen Beitrag, also sollte wieder mehr finanziert sein. Ich bin relativ zuversichtlich, dass das Geld schon zu, zustande kommt. Selbst heute gibt es kaum Infos über Phoenix Ghost. Wissen Sie noch mehr oder ist es nur eine unbedeutende Waffe? Die Zahl der gelieferten Phoenix Ghost ist wahrscheinlich ein Stück weit überschaubar und Peter Seen zum Beispiel verbreitet gerade die Theorie, dass ukrainische... Spezialeinheiten Phoenix Ghost möglicherweise hinter der Front einsetzen, also ukrainische Spezialtruppen mit Phoenix Ghost Russland infiltrieren und mit diesen dann beispielsweise Raffinerien angreifen. Belege dafür habe ich keinen einzigen gesehen, vielleicht hat er mehr Informationen als ich. Vorteilhaft möglich wäre es auf jeden Fall, weil sie sehr genau sind und transportiert werden können zu Fuß. Und bei einer Raffinerie brauche ich keine großartig schwere Bombe, da muss ich nur an der richtigen Stelle etwa einen Sprengsatz anbringen. Und der muss auch nicht allzu groß sein. Daher, dafür wären sie wahrscheinlich ganz gut geeignet. Aber in der Tat, von Phoenix Ghost hat man sehr, sehr wenig gesehen. Im Ganzen wahrscheinlich nicht mehr als fünf Videos oder sowas. Sind mir, mir ist da nicht viel aufgefallen. Überrascht ist sie, dass sich die AfD als Partei entpuppt, in der es vor Landesverrätern nur so wimmelt. Die. Ich möchte ja sagen, ich hoffe, die haben sich schmieren lassen, denn mir wäre es lieber, die sind einfach nur korrupt, als dass sie ernsthaft glauben, dass Russland eine Alternative für das westliche Wertesystem sei. Ich kann einen, der einfach nur ein Krimineller ist und sich schmieren lässt, mehr respektieren als einen, der aus Überzeugung ähm, das tut. Wobei ich an sich Überzeugen ja schon wertschätze. Ne, überrascht es mich? Tja. Ähm, meine persönliche Geschichte ist ja bekannt, was die mit den Russland-Freunden in der AfD zu tun hat. Von daher bin ich nicht über die Maßen überrascht. Ich erinnere mich an Veranstaltungen, wo ich Bilder gesehen habe, wo auf zum Beispiel einem JA-Kongress in Baden-Württemberg die russische Fahne neben der deutschen aufgehängt wurde. Ähm, als, und das war noch 2014. Heraldisch sogar höherwertig als die deutsche, aber das kann ich mal entschuldigen damit, dass die einfach keine Ahnung von Heraldik haben und von der Bedeutung von Flaggen. Der, der Mitarbeiter der russischen Botschaft, der eingeladen war, der wird es hingegen wahrscheinlich schon gewusst haben und wahrscheinlich wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, dass die junge Alternative für Deutschland Russland in der Symbolik als höherwertig gegenüber Deutschland äh, verordnet hat. Also wundert es mich, mich nein. Wundert mich nicht. Wahrscheinlich hätte ich ja auch darüber reden sollen, aber das haben die meisten von Ihnen ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass äh, vorgeworfen wird, dass äh, diverse Abgeordnete von den Russen gekauft wurden. Daniel Münnemann, zehn verschenkte Mitgliedschaften. Vielen lieben Dank. Danke für die Unterstützung. Könnte Russland den Ukraine-Krieg dadurch verlieren, indem die Ukraine immer weitere Öl- und Gaspipelines zerstört und damit die Wirtschaft von Russland zerstört? Nicht über Nacht. Wir müssen es realistisch sagen. Die Russen werden immer genug Öl und, und äh, Diesel haben für ihre Kampfpanzer und für ihre Jets. Das, da, daran wird es nicht scheitern. Aber den Russen wird es wehtun, wenn der Benzinpreis so hoch geht, dass der einfache Russe kaum noch fahren kann. Denn dann wird alles teurer. Das geht auch nicht über Nacht, dann können die Russen anfangen zu subventionieren und sie können ein, anfangen einzukaufen. Aber kann das den Krieg gewinnen? Theoretisch wahrscheinlich ja. Denn man kann die russische Wirtschaft erheblich damit schädigen. Wir müssen es ja so sehen, es ist ja nicht nur so, dass die Eigenproduktion wegfällt, was schlimm genug ist. Sondern Russlands Haushalt basiert ja ganz wesentlich auf dem Export von Kohlenwasserstoffen. Wenn die Ukraine also schaffen, dass im Inland die Preise so steigen, dass die Russen in großem Stil importieren müssen. Ich hatte es ja beim letzten Mal ausgerechnet, dass die, wenn ich mich nicht verrechnet habe, die Importe aus Belarus überschaubar waren. Dass die eigentlich nicht der Rede wert waren, abgesehen davon, dass es Importe gab. Das war aber, wenn wir davon, wenn wir mal theoretisch durchsprechen würden, die Ukraine würde es schaffen, alle. Raffinerien westlich des Urals zu zerstören und mit Spezialkräften, von denen dahinter noch die eine oder andere gelegentlich mal ein bisschen beschädigen. Dann würde das bedeuten, und dann vielleicht auch noch Gas-Terminals und Ölterminals und noch Pipelines. Dann haben die Russen das Problem, dass sie Öl und Gas einkaufen müssen, um ihr Land am Laufen zu halten, was sie was kostet. Und sie müssen subventionieren, weil. Ansonsten alles drunter und drüber geht, wenn das Benzin plötzlich 15-fache kostet von dem, was es aktuell gekostet hat. Und gleichzeitig fehlt ihnen ja das Geld, weil sie nichts mehr exportieren können. Und die Zahlen sind immer so ein bisschen schwankend, aber die, die, das Geld, was aus den Rohölverkäufen und den, den Fertigprodukten, den, den, äh, Roh den Ölprodukten ins Land fließt, ist ja so substanziell, dass... Russland bei gleichzeitig steigenden Kosten fürs Militär tatsächlich mittelfristig in Finanzprobleme kommen wird. Das heißt, kann die Ukraine den Krieg damit gewinnen? Ich würde sagen, ja, und zwar ohne ohne groß vielleicht theoretisch und so weiter, ja, sie kann's, allerdings kann sie es schnell genug. Das ist die große Frage. Kann sie es schnell und effektiv genug und vor allem schafft sie es nachhaltig. Ich meine, es gibt nicht unzählige Raffinerien. Die Russen können irgendwann mal dazulernen und um jede Raffinerie herum eine große Zone machen, in der, in der nicht nur man nicht mehr herumlaufen darf, also Zäune gespannt werden, sondern in dem auch entsprechend Flugabwehr konzentriert wird. Selbst wenn man dafür andere Bereiche des Landes. Von die die Flugabwehr wieder abziehen muss. Selbst wenn es das bedeutet, dass es wieder Angriffe gibt mit Drohnen innerhalb von Moskau. Am Ende, wenn das der Punkt ist, der Russland in die Knie zwingen kann, dann kann es auch eine Flugabwehrbatterie vor Moskau abziehen, um damit irgendeine Raffinerie zu stützen. Das ist eine Abwägungssache. Und Russland hat ja wenigstens eine Menge Flugabwehr im Gegensatz zur Ukraine. Also kann sie damit den Krieg gewinnen? Ja, kann sie es schnell genug. Und können die Russen sie dabei stoppen? Das ist das große Fragezeichen und da wäre ich sehr skeptisch. Also ich will, würde ich sagen, dir, das ist das Siegeskonzept, würde ich sagen, nein. Das hat das Potenzial, theoretisch. Aber auch dann, Russland hat nach wie vor finanzielle Reserven. Russland kann Kredite bekommen. Wenn Russland jetzt einen Vertrag mit den Chinesen abschließt, der den Chinesen erlaubt, neue Ölfelder, was weiß ich, auf Kamtschatka zu, zu entwickeln, im Gegenzug gegen Kredite. In der Höhe von so und so vielen Milliarden, dann hat Russland sofort wieder Geld. Das wird ihnen langfristig sehr, sehr viel wehtun, wenn sie das Öl nicht selbst einnehmen. Völlig klar. Aber für den Moment können sie erstmal mit einer Art Strohfeuer sich am Laufen halten. Das heißt, da hat Russland schon noch einiges an Spielraum, auch wenn die Lage ernster wird. Das heißt, dass das die Siegstrategie ist, würde ich für fehlgeleitet halten. Aber die Ukraine sollte es auf jeden Fall weitermachen. Denn das kann zumindest, auch wenn es für sich selber den Krieg wahrscheinlich nicht gewinnen wird. Also es kann ihn gewinnen, aber es wird ihn wahrscheinlich nicht gewinnen. Auch wenn es das wahrscheinlich nicht tut, wird es einer ein Mosaikstein sein können, in dem Gemälde, was die oder in dem Gemälde ist, ist ohne Mosaik, logischerweise. In dem Mosaik kann das ein Stein sein, der Russland zu Fall bringt. Und da sollten sie auf jeden Fall weiter daran arbeiten. Aber dass es vollständig gelingen wird, die Russen damit in die Knie zu zwingen, wäre ich nicht zu optimistisch. Auch wenn es theoretisch möglich wäre. Könnte die Ukraine Gebiet an zum Beispiel Polen verkaufen, um an Geld zu kommen, so wie damals Russland und USA mit Alaska? Könnte sie es? Äh, wahrscheinlich wird da schon die Verfassung daran scheitern. Das wird wahrscheinlich schon an der Verfassung scheitern. Und. Die, die innenpolitisch ist es auch schwer umsetzbar. Überlegen Sie sich mal, wir kämpfen für die nationale Einheit für unser Überleben und geben dann Gebiet an die, an die Polen ab. Das geht nicht. Also wäre es theoretisch irgendwie möglich, naja, ich bin mir ziemlich sicher, die Verfassung verbietet es, aber die kann man ja theoretisch ändern. Und wenn die beiden sich einig sind, dann ist der Rest vielleicht empört. Aber wird die Polen auch nicht mit Luftschlägen überziehen, damit die das nicht tun. Ist es realistisch? Absolut nein. Können wir das irgendwie theoretisch konstruieren? Ja, ist es realistisch? Ich würde sagen absolut nicht. ausgeschlossen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Mladen Milovanovic, ich wollte mich für Ihre tolle Arbeit bedanken. Sie haben mich bereichert. Sehr guter letzter. Zu guter Letzt Trance. Trance? Seh ich nicht ganz, aber gut. Patriotische Grüße. Grüße zurück. Äh, Dankeschön. Danke für die Unterstützung. Und natürlich danke für die, das Lob. Würden wir im Falle eines Taiwan-Krieges überhaupt noch irgendein Kriegsgerät bauen können? Da stecken auch überall diese Chips drin. Hm. Ähm, auch hier, man versucht von Taiwan langsam wegzukommen. Die USA investieren viel, sorgen viel für Anreize, dass Chipfabriken in den USA gebaut werden, um genau diesem Problem zu begegnen, was andererseits natürlich das Problem wird. Denn je weniger wichtig Taiwans Chipindustrie ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass China das angreift und a, der wirtschaftliche Schaden sich überschaubar hält und b, die Unterstützung international nicht kommt. Das heißt, es macht effektiv sogar den Taiwan-Krieg wahrscheinlicher, wenn man weniger von Taiwan abhängig ist. Würden wir dann noch irgendwas bauen können? Auch hier müsste man mal schauen. Da sind nicht unbedingt die 3-Nanometer-Chips drin. In einem Leopard 2 sind vermutlich nicht viele 3-Nanometer-Chips drin. Und die Russen bauen bereits eigene Chips. In, in Weißrussland werden eigene Chips gebaut. Die sind halt dann, was weiß ich, bei 120 Nanometer. Aber das reicht möglicherweise für einen Rechner in einer Kamov 52 aus. Also können wir das selber bauen? Kann ich, kann ich nicht sagen. Man versucht, dagegen robuster zu werden. Man kann natürlich auf Lager legen, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Können wir es dann noch bauen? Möglich, aber ich weiß es nicht. Shorty, GSI, Poolfliese Nummer 31 bzw. GZ-Gebühr. Was ist Ihnen lieber, Frieden oder Freiheit, gerade vor Hintergrund des Ukraine-Krieges? Immer Freiheit. Immer. Im Zweifel ist immer die Freiheit wichtiger. Oder um, um Patrick Henry zu zitieren: "I do not know which course others may take." Oder, oder um es im längeren Kontext zu sagen: um, "Is peace so sweet and life so dear as to be purchased for the price of chains and slavery? I do not know what course others may take, but as for me, give me liberty or give me death." Ich weiß, ist der Frieden so, so um, ist der Frieden so süß und das Leben so wertvoll, dass es durch den Preis von Sklaverei und Ketten erkauft wird? Ich weiß nicht, welchen, welchen Weg andere wählen, aber was mich angeht, gebt mir Freiheit oder den Tod. Ähm, das ist für mich unzweifelhaft die, die richtige Ansicht. Freiheit ist das Allerwichtigste. Daniel Münnemann, noch einmal, glaube ich. Ja, genau, nochmal. Fünf verschenkte Mitgliedschaften. Vielen herzlichen Dank. Und danke auch Schotti. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich mich bedankt habe. Vielen Dank. Warum gibt es de facto keine großen Angriffe auf die russische Eisenbahninfrastruktur bei so hoher Wichtigkeit für die russische Logistik? Weil die Ukraine nicht die Mittel dafür hat. Die Ukraine darf westliche Waffen nur innerhalb der Ukraine einsetzen. Und dort war die Eisenbahn. Dort gab es Angriffe. Immer wieder. Wir haben zum Beispiel mit Hype. Nee, ich glaube, es war ein Storm Shadow. Storm Shadow haben. Hier war das. Rikove. Haben dort riesige Explosionen ausgelöst, als sie geliefert wurden, weil die Russen hier ein großes Depot hatten. Storm Shadow haben auf der Krim mehrfach Eisenbahndepots äh, angegriffen. Storm Shadow wurden eingesetzt hier auf diese Brücke. Es gab Angriffe auf die Krimbrücke natürlich. Es gab Angriffe hier auf Depots, auf Eisenbahndepots in den besetzten Gebieten. Aber die Ukrainer dürfen zum Beispiel nicht mit einer, mit einer Storm Shadow eine Brücke über Rostov am Don zerstören. Weil ihnen das der Westen nicht erlaubt. Das heißt, was ihnen bleibt, sind Totschka-U, von denen sie vielleicht noch irgendwo drei haben. Aber die haben auch was knapp über 100 Kilometer Reichweite. Das heißt, die reichen da schon gar nicht mehr hin. Und dann bleiben ihnen ihre Drohnen. Und die Drohnen. Das Ding hier zerstört keine Eisenbahnbrücke. Das tut es einfach nicht. Wie viel Kilogramm Sprengstoff werden denn da an Bord gewesen sein? Ich bin weiterhin kein Sprengstoffexperte, aber das, das können... Das, ich würde mal schätzen, dass es nicht über 50 Kilo waren, eher weniger. Das ist zwar eine, eine solide Explosion, aber es ist jetzt nichts, was, was um sich herum alles einebnet. Und eine Brücke ist robust gebaut, schon allein gerade eine, die einen Zug tragen muss. Wir reden ja nicht von einer Fußgänger-Holzbrücke, wo... Also, sie haben einfach nicht die Möglichkeiten. Und wirklich effektive Angriffe gehen nur auf Brücken? Denn eine offene Eisenbahnstrecke ist, ist ein bisschen Schotter, der aufgehäuft ist und zwei Schienen drauf. Da kann ich natürlich mal drauf schießen, aber das ist in vier Stunden repariert. Das heißt, was wir vereinzelt gesehen haben, waren Sabotageakte. Wir haben das gehabt äh, hinterm Ural in Sibirien, dass dort ein Brand in einem Tunnel stattfand und dann ein Angriff erfolgte auf die Ausweichstrecke. Das war ganz klar ein, ein ukrainischer Kommandoeinsatz. Tausende Kilometer hinter der Front. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder aber eine sehr, sehr geschickte Sabotage, dass Sprengstoff platziert wurde an irgendeinem Hafen und der mit GPS-Zündern ausgestattet war oder irgendwas in dieser Art. Aber mit Fernwaffen dürfen sie es meist nicht. Und das, was sie dürfen, das, was sie können, haben sie getan. Aber wir sehen es halt. Die Möglichkeiten auch, was weiß ich, im Belgorod hier irgendwelche Brücken über. Die Weselka zu zerstören dürfen sie mit westlichen Waffen gar nicht tun. Und das ist halt das Riesenproblem, wenn der Westen sagt, ihr kämpft zwar einen gerechten Krieg, aber den müsst ihr mit einer Hand auf den Rücken gebunden führen. Denn das ist es effektiv. Natürlich hat die Ukraine jedes Recht ein Russisches militärisches Ziel innerhalb von Russlands anzugreifen. Das ist halt der Westen, der es ihr nicht erlaubt. Da gibt es ein Kiesewetter zum Beispiel, der sagt, dass, dass die Ukraine die Fähigkeit erhalten sollte, Ziele innerhalb Russlands anzugreifen, auch Kommandobunker und weitere Dinge. Ich glaube, er hat auch von Ministerien gesprochen. Und er hat natürlich militärisch völlig recht. Das ist halt eine politische Entscheidung, die die Ukrainer dort in ihren Fertigkeiten kastriert. Das muss man so sagen. Daniel Münnemann, die erste Runde waren auch fünf, nicht zehn. So passt es. Habe ich zehn gesagt? Ah, okay. 9,5. 9.5. Parade kommentieren geht weiter klar. Transpatriotische Grüße und gute Besserung an Sie. Ja, ich hoffe, das wird Sie. Da machen wir uns langsam Sorgen. Ähm, ich kann es nur nicht sagen mit 9.5. Denn die andere Überlegung wäre, dass ich mich, dass ich mich ein bisschen darauf vorbereite. Denn es würde vielleicht sinnvoller sein, dass ich. Naja, obwohl, ich müsste es können. Ich, ich kann es noch nicht sagen. ist Wochentag spielt eigentlich keine solche Rolle. Es wäre ein Donnerstag. Ist halt, ich glaube, ich finde um 8 Uhr morgens statt deutscher Zeit. Das heißt, für mich ist das ähm, minus 5. Es ist 3 Uhr nachts. Naja, es müsste theoretisch eigentlich machbar sein. Kann ich nicht sagen. Ähm, ich will es nicht versprechen, aber ich halte es zumindest für möglich, dass es, dass es passiert. Danke für die Unterstützung. Der Elan, den Energieangriff durch Gazprom-Germania aufzuklären, scheint genauso hoch zu sein wie beim Nord Stream-Anschlag. Will sich die pazifistische SPD-Regierung nicht in Zugzwang zwingen. Interessanter, interessanter Punkt, an den habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Ähm, ja, genau. Guter Punkt. Ja, wir werden von Nord Stream nichts hören. Das wissen wir bereits. Da kommen irgendwo noch ein paar Medien, weil die Journalisten halt keine, keinen Staatsauftrag haben im Sinne von, dass, ihnen, dass sie dem nationalen Interesse sich übermaßen verpflichtet fühlen, sondern wenn die einen Scoop haben, dann wollen sie die Schlagzeilen haben und die Reputation. Aber von staatlicher Seite will man keine Lösung. Wenn es die Russen waren, will man es nicht veröffentlichen, weil das politische Konsequenzen ziehen würde. Wenn es die Ukrainer waren, will man es nicht veröffentlichen. Und wenn man glauben will, dass die Amerikaner waren, was meines Erachtens, also die Hirschgeschichte ist von, von vorne bis hinten erfunden. Aber wenn man glauben wollte, die Amerikaner wären es auf irgendeine andere Art und Weise gewesen, würde man es genauso den Deckel drauf lassen. Weil das verheerend wäre, jetzt bekannt zu geben. Übrigens, es waren doch die Amerikaner und wir haben es jetzt herausgefunden. Also ja, interessant, stimmt, die, die äh, Geschichte mit Gazprom. Dass das dort versucht worden sei, dafür zu sorgen, dass in Deutschland das Gas abgestellt wird. Dass das in der Tat, da habe ich überhaupt nichts mehr davon gehört. Guter Punkt. Ja. Juris Master, könnte man Russland bei den UN nicht isolieren, beziehungsweise aufgrund der Lage das Vetorecht entziehen? Ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es Maßnahmen gibt, aber vermutlich gibt es keine. Denn das Ganze ist geschaffen worden in einem Kontext, des, des Zweiten Weltkrieges, bei dem keiner sich den Illusionen hingegeben hat, mit welchem Partner man am Tisch saß, nämlich Stalin. Wenn man dort eingefügt hätte, Möglichkeiten, dass man die Sowjets aus dem Veto, aus dem Weltsicherheitsrat kegelt, dann wären sie gar nicht erst beigetreten. Das heißt, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vielleicht mit einer, mit einer Abstimmung mit überwältigender Mehrheit im Gesamt in der gesamten UNO, aber selbst das halte ich für unwahrscheinlich in der, Gener der Generalvollversammlung. Also ich glaube nicht, dass, dass das geändert werden kann ohne die Zustimmung zumindest des Weltsicherheitsrates selbst. Und das würde erfordern, dass die Russen den aus irgendwelchen Gründen boykottieren, so wie es zum Beispiel beim Koreakrieg war. Dort haben die Sowjets gefordert, dass man die Volksrepublik China, dass man Mao-China in, in der UNO aufnimmt und in den Weltsicherheitsrat tut. Und weil man sich geweigert hat, haben sie zu dem Zeitpunkt die Zusammenarbeit verweigert, weil noch Nationalchina unter Chiang Kai-Shek die, die Vertretung Chinas hatte. Und das hat dann dem Westen ermöglicht oder der, dem Rest der UNO ermöglicht, ein UNO-Mandat zu bekommen zum Kampf gegen Nordkorea. Das war, war dort dann ein Sonderfall. Also, dass das geht, halte ich für unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, da wird es vielleicht einen Experten geben, der gerne hier im Chat dann das korrigieren kann. Und die, äh, worin sind Sie Experte? Sie weisen oft darauf hin, dass Sie für Diverses keiner sind. Ich bin sehr, sehr verhalten darin, mich als Experte zu bezeichnen, weil meine Erfahrung ist, dass diejenigen, die sich als Experten bezeichnen, in der Regel keine sind. Wenn man es nötig hat, selber zu erklären, am besten noch in seine Twitter, Biografie zu schreiben, man sei Experte für etwas, dann ist es nötig darauf hinzuweisen. Ich brauche nicht in die in, ähm, ich brauche nichts jedem mitzuteilen, dass ich ein Mann bin, Bartwuchs habe und zwei Augen habe weil es für sie alle offensichtlich ist. Mir käme nie auf den Sinn, darauf hinzuweisen, übrigens, ich habe zwei Augen oder ich habe blaue Augen. Blaue Augen ist ja jetzt ein bisschen ungewöhnlicher, als zwei Augen zu haben. Die Erfahrung ist, wenn man es für nötig hält, sich selbst zum Experten zu erklären, dann ist es nötig, weil der Rest einen nicht als Experten sieht. Und dann ist man in der Regel auch keiner. Das heißt, wenn mich jemand als Experte bezeichnet, dann wehre ich mich dagegen in der Regel nicht. Aber ich halte es für unsinnig und vermessen. Mich selbst als Experte zu bezeichnen. Worin bin ich Experte? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das halt der klassische Dunning-Kruger-Effekt, dass ich im Tal der Weisheit bin oder wie das genannt wird, wo man erkannt hat, dass man fast nichts weiß, verglichen mit dem, was es an Informationen gibt und es mir daher schwerfällt zu sagen, ich sei Experte für etwas. Ich hielt mich für einen Experten in Kampfpanzern, nachdem ich als 14-Jähriger mein erstes Buch zu Kampfpanzern gelesen hatte. Das Buch war zwar voller Fehler und ich habe nur ein Buch dazu gelesen, aber zu dem Zeitpunkt glaubte ich, ich könnte irgendwas sagen. Weil ich klassisch nach Dunning-Kruger das bisschen Wissen hatte. Ich kann mal schnell rausholen, die meisten von Ihnen werden Dunning-Kruger kennen. Das ist die Grundidee, dass je mehr man Ahnung hat, desto weniger ist man selbstbewusst darin, weil man eben erkannt hat, was man alles nicht weiß. Wo ist die Kurve? Hier. Das heißt, wenn man ganz bisschen weiß, glaubt man, man weiß jetzt alles und ist extrem selbstvertraut, Sie hat ein extremes Selbstvertrauen und ich bin je nach Thema wahrscheinlich irgendwo hier, in dieser, in dieser Stufe. Denn ich weiß, zu den Themen, über die ich spreche, habe ich in der Regel eine ganz gute Ahnung. Aber ich kenne mich sicherlich mit Kampfpanzern aus, aber ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die sich dramatisch besser auskennen. Ich kenne mich sicherlich passabel mit Geopolitik aus, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die viel mehr Ahnung haben als ich. Und so ist es bei all dem. Ich glaube, meine wirkliche Stärke ist eher, dass ich ein Stück weit Allrounder bin. Denn einer, der sich mit Geopolitik auskennt, wird Ihnen in der Regel nicht erklären können, wie elektronische Gegenmaßnahmen funktionieren, und der wird Ihnen nicht erklären können, dass ähm, was die unterschiedlichen Munitionsarten für Kampfpanzer Auswirkungen haben und äh, was die besonderen Charakteristika von Kontakt 5 sind, äh, der, der Reaktivpanzerung und äh, warum die Rückwärtsgänge von einigen russischen Panzern langsam sind und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe, ich glaube, meine Stärke ist das Allroundertum. Und das ist für hierfür natürlich ideal, weil wir eine Frage-Antwort-Runde haben und ich, ich in viele Richtungen. Kommentare abgeben kann, die in der Regel halbwegs Hand und Fuß haben, aber das Ganze bleibt natürlich ein Stück weit oberflächlich. Aber wenn wir das nicht hätten, wenn ich, ich habe zum Beispiel über die japanische Kriegsmarine geforscht für meine Magisterarbeit vor 15 Jahren. Damals war ich wahrscheinlich in Deutschland ein Experte für die japanische Marine. Vielleicht einer der Top 5. Aber ich habe mich seither kaum noch mit der beschäftigt. Seither gibt es neue Forschungsergebnisse. Seither habe ich viel vergessen. Das heißt, wäre ich, würde ich mich weiter darauf konzentrieren, dann könnten wir hier ausschließlich über japanische Kriegsschiffe reden. Das wäre auch ein bisschen langweilig. Und beim Rest hätte ich schlicht keine Ahnung. Ich glaube, meine Stärke ist, dass ich von vielen ein bisschen Ahnung habe und dann vielleicht noch verbunden damit, dass ich glücklicherweise im Tal der Verzweiflung bin oder über dieses hinaus bin, so dass ich ihnen offen meine Schwächen preisgeben kann, als dass ich auf dem Gipfel des Berges Dummheit selbstbewusst meine fehlende Kenntnis herausposaune. Denn natürlich mache ich Fehler, aber ich glaube in der Regel habe ich zumindest nur eine passable Ahnung von dem, wovon ich spreche. Auch wie gesagt, in jedem der Bereiche, über den ich spreche, gibt es Leute, die die, Element, die die wesentlich mehr Ahnung haben als ich. In jedem der Bereiche, gar keinen Zweifel. Aber wie viele von denen haben auf all diesen Bereichen eine gewisse Ahnung? Das ist, denke ich mal, meine wirkliche Stärke. Das heißt, worauf ich bin, wahrscheinlich ein Experte darin, einen YouTube-Kanal aufzubauen, der sich mit militärischen und geopolitischen Themen beschäftigt und Livestreams betreibt. Denn da habe ich nicht nur sehr viel Erfahrung, sondern da bin ich im deutschsprachigen Raum, glaube ich, der Beste. Ähm, denn es gibt noch Themen, größere Kanäle als mich, aber die haben keine vergleichbaren Livestreams. Das, vielleicht bin ich da Experte. Danke für die Unterstützung, äh, Juris Master. Wie viele Luftabwehrsysteme und Radarsysteme bräuchte die Ukraine, um alle großen Städte, größeren Städte und kritische Infrastruktur zu verteidigen? Und welche Art an Fahrzeugen und Material bräuchten sie? Ähm, kennen Sie die Meme-Antwort? Ähm, so im Sinne von, welche Flugabwehr brauchst du? Und die Antwort ist ja. Das ist hier das Richtige. Alles. Alles. Es kann nicht zu viel geben. Zu viel gibt es erst, wenn die Ukraine sagt, wir haben keine Ahnung mehr, welche Soldaten wir daran stellen sollen. Dann haben sie zu viel. Wenn sie angefangen haben, dass 16-Jährige oder 18-Jährige nach der Schule Nachmittagsdienst im Flugabwehrgeschütz am, am Radarstand leisten, weil und die Hausfrauen am Wochenende abends eine Vier-Stunden-Schicht machen im Flugabwehrgeschütz indem sie das komplette Volk mobilisiert haben und alles. Erst dann haben sie zu viel. Denn realistischerweise ist es so: selbst wenn man ihnen jetzt, wenn wir es quantifizieren können, geben wir ihnen fünf weitere Batterien Patriot. Oder ich glaube, die Ukrainer haben gesagt, was hat, was hat Sirski gesagt? Sie brauchen sechs oder acht und sowas in der Größenordnung. Bräuchten sie weitere, weitere Patriot-Batterien. Also die Ukrainer nennen uns Zahlen, aber wir dürfen eines nicht vergessen, sie nennen uns realistische Zahlen oder Zahlen, von denen sie hoffen, dass sie realistisch sind. Denn... Wenn die Ukrainer sagen, wir brauchen 200 Batterien, dann sagt jeder, die sind wahnsinnig geworden. Sie wissen, wie man auf Melnik reagiert hat, wenn der wöchentlich irgendwas Neues gefordert hat. So, Deutschland sollte U-Boote abgeben oder irgend sowas in der Art. Sie, sie kennen die Geschichten. Das heißt, die Ukraine versucht, realistische Forderungen zu stellen. Wenn wir jetzt sechs weitere Batterien geben, dann können die natürlich hier, 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 was weiß ich, aufgestellt werden. Aber eine Batterie kann mal leer geschossen sein. Die, die Russen können so, viel so viele Flugkörper sammeln, so viele Marschflugkörper, so viele ballistische Raketen, dass sie die eine Batterie, die bei Kiew steht, übersättigen. Denn die hat eine bestimmte Anzahl an Startgeräten und die haben in der Regel vier Rohre. Die können also vier Raketen verschießen. Wenn wir jetzt sagen, die hat acht Startgeräte, dann ist vier mal acht 32. Dann kann sie 32 Raketen verschießen und dann muss sie nachladen. Das Nachladen dauert aber zu lange für ein einziges Gefecht. Das dauert, was weiß ich, ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich mindestens 20 Minuten, vielleicht auch drei Stunden. Das heißt, in einer Welle können Sie nur diese 32 Raketen verschießen, wenn wir von acht Startern ausgehen mit vier Rohren. Wenn dann natürlich noch eine zweite Batterie da ist, dann sind nochmal 32 dazu. Und wenn noch eine dritte dabei ist, ist nochmal 32 dazu. Sie merken, es gibt keine Obergrenze. Eine Obergrenze gibt es, wenn kein Platz mehr da ist wenn man die nirgends mehr hinstellen kann und wenn es keine Soldaten mehr gibt. Ansonsten ist je mehr, desto besser, denn das erlaubt den Ukrainern auch mehr Flexibilität. Wenn wir den Ukrainern glauben wollen, Sie wissen, ich habe so meine Zweifel, was nicht heißt, dass es nicht stimmt. Nur ich habe halt keine Beweise gesehen, dass sie in 13 Tagen 13 Flugzeuge abgeschossen haben. Aber ein Hinweis dafür war, dass es stimmte. Sie erinnern sich, so vor einem Monat ging das herum, wo sie sagten, sie hätten in 13 Tagen 13 Jets abgeschossen. Ein guter Hinweis war, dass irgendwo hier. Wo war es? Irgendwo hier oben, glaube ich. Ein äh, zwei Patriot-Starter zerstört wurden von den Russen. Das heißt, wir wissen, zumindest war eine Patriot-Batterie in der Region aktiv. Wenn jetzt die Ukrainer 40 Batterien davon haben, dann können sie ja auch welche riskieren. Dann können sie mal eine pa zwei Patriot-Batterien hier hinschicken und alle Gleitbombenflugzeuge über, mit, mit völligem Flugabwehrdruck abschießen. Dann können sie das machen. Denn wenn sie dabei dann wieder zwei Startgeräte verlieren, traurig um die Soldaten, traurig um die Startgeräte, aber der Effekt war es wert. Wenn die Ukraine jetzt weitermacht und verliert alle 14 Tage zwei Startgeräte, weil sie Gleitbombenflugzeuge abschießt, dann hat sie halt in, in wenigen Wochen keine Patriots mehr. Das heißt, eine Obergrenze, wie viel Flugabwehr die Ukraine braucht, gibt es nicht. Die braucht alles. Und wenn sie zu viel hat, stellt sie die auf Lager, damit sie in dem Moment, wo ein Fahrzeug Wartung benötigt. Denn das braucht sie ja auch. Da muss auch mal irgendwo der Schmierstoff gewechselt werden. Da muss bei einem Radargerät auch mal eine Röhre gewechselt werden oder was weiß ich, irgendwelche, je nachdem, wenn es Ele Active Electronically Scanned Array ist, dann müssen irgendwelche Kontakte gewechselt werden oder was weiß ich, das gibt natürlich Verschleißteile, es gibt Beschädigungen und so weiter dann nimmt man halt eins aus dem Depot währenddessen, um die hundertprozentige Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten. Also zu viel gibt es nicht, realistischerweise. Wenn man, wenn man, das die, Problem ist eher von Geberseite. Denn die, der Engpass ist nicht, dass die Ukraine nicht weiß, was sie damit anfangen kann, sondern der Engpass ist, wie viel kann der Westen bereitstellen und vor allem, wie viel kann der Westen bereitstellen, wenn er bereitstellungswillig ist hat er trotzdem nur beschränkte Kapazitäten denn natürlich hilft es der Ukraine nicht, wenn man ihr 500 Batterien Patriot zur Verfügung stellt aber keine Kampfpanzer keine Schützenpanzer, keine Artillerie. das heißt dort ist die, die, die Engstelle des Kriteriums ist was kann der Westen abgeben was will der Westen abgeben wie viel kann der Westen produzieren Das ist der einzige Faktor die Ukraine muss will will was sie bekommen will nehmen will was sie bekommen kann und sie braucht was sie bekommen kann. Uwe Döring, ukrainischer Militärgeheimdienst, ein Anschlag auf die Krimbrücke geplant, soll nachhaltig zerstört werden in der ersten Hälfte des Jahres 2024. Na dann, alles Gute, aber die großen Erklärungen bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Die klingen für mich immer eher als psychologische Kriegsführung oder als Dummheit. Denn wir wissen, dass die Ukraine mehrfach groß ihre Offensiven angekündigt hat. Einmal in Cherson, die ganz erwartet dann stattfand und die... Die dann später irgendwann erfolgreich war, aber vielleicht hier als psychologische Kriegs Kriegsführung war, um die Kharkiv- oder Balaklia-Offensive zu decken. Und Sie wissen, dass 2023 im Prinzip geklärt wurde, wir brechen hier im Süden durch zum Asowschen Meer. Und das hat den Russen, ich meine nicht, dass man es groß hätte erklären müssen, denn wo wollten die Ukrainer sonst entscheidend angreifen? Im Süden, das müssen wir in aller Ehrlichkeit dazu sagen. Aber es war ja offen ausgesprochen. Und wenn man jetzt erklärt wird, zerstören die Krimbrücke, dann könnte es theoretisch dazu führen, dass die Russen ihre Sicherheitsmaßnahmen noch, Maßnahmen noch einmal verschärfen, noch einmal mehr verschärfen und es damit schwieriger wird. Von daher weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Danke für die Unterstützung. Wäre es sinnvoll und realistisch für die Ukraine, ein Drohnenflugzeug zu entwickeln, das lediglich Gleitbomben beschleunigen muss? Lediglich Gleitbomben beschleunigen muss? Ähm, so im Sinne von, damit auch sie Gleitbomben im großen Stil abwerfen können. Das Problem dabei ist, um Gleitbomben abzuwerfen, muss man sich in Flugabwehrreichweite begeben. Und die, wie wir es gerade besprochen haben, die Ukraine oder haben wir es schon angesprochen, die, die Russen haben mehr Flugabwehr als die Ukraine. Die Russen können es riskieren, dass sie eine S-300-Batterie, eine S-400-Batterie näher an die Front heranbringen, um damit solche Gleitbombenträger abzuschießen. Und sie haben dazu die Luftherrschaft auf ihrer Seite der Front und eigentlich über der Front. Was bedeutet diese Gleitbombenflugzeuge? Damit die Gleitbomben weit fliegen, müssen die möglichst hoch fliegen und möglichst schnell fliegen. Und... Gerade wenn sie über die Front hinaus möglichst weit nach hinten wirken müssen und dann können sie auch ganz einfach durch normale Jagdflugzeuge abgefangen werden. Also wenn sie was einfaches haben, was im Tiefflug, im Tiefflug fliegt, nehmen wir mal ein Beispiel: Sie machen diese Software, die erkennt, was am Boden ist. Das ist störungsunempfindlich und sie nehmen irgendein kleines Flugzeug, was was ich hier startet und erkennt, dass es hierhin fliegt und es fliegt auf vier Kilometer an die Front heran. In 10 Metern Höhe, zieht hier hoch, klingt die Gleitbombe aus, während es 500 h schnell fliegt und dreht weg. Und die Gleitbombe fliegt nur diese 4 Kilometer, um hier einzuschlagen. Könnte das Sinn ergeben, wenn es keine Verschwendung von Ressourcen ist, vielleicht. Zur Unterstützung der Front. Denn wir wissen, dass die Russen so die Front durchquert haben. Dass die Russen so in Afdieka. Ganz wesentlich, dass ihr, der Einfluss war für ihren Sieg, dass sie dort Gleitbomben eingesetzt haben gegen die ukrainischen Stellungen. Aber dann stellt sich die Frage, brauchen sie dafür extra Drohnenflugzeuge? Natürlich ist es weniger Risiko für sie, klar. Denn das können sie auch mit, mit Suchol24, mit Suchol 25, wahrscheinlich auch mit ihren Jagdflugzeugen machen. Das Problem ist, die brauchen sie halt auch für andere Missionen, aber wenn sie solche speziellen Drohnenflugzeuge entwickeln, ist es Ressourcen, die sie verschwenden. Und dann muss, stellt sich die Frage, ist das ein rechtes Haushalt? Und dann haben wir ein schönes historisches Beispiel wieder. Wir wissen ja alle, ich weiß ja, Sie mögen das, wenn ich historische Beispiele nenne. Das erinnert uns so ein bisschen an den Zweiten Weltkrieg Deutschland. Wenn wir uns die deutsche Technologie im Zweiten Weltkrieg anschauen, dann, wenn wir auf dem, wo ist es? Habe ich schon wieder weggeklickt? Wenn wir auf dem Gipfel der Dummheit sind, wenn wir hier auf, die, auf dem Gipfel des Berges dumme, dumm sind, dann glauben wir, wenn wir uns die deutsche Technologie im Zweiten Weltkrieg anschauen, dass Deutschland technologisch weit überlegen war. Und dass es ein Wunder ist, wie Deutschland überhaupt besiegt werden konnte mit all diesen tollen Technologien. Wenn man im Tal, das Tal der Verzweiflung erreicht hat oder auf dem Weg zur Erleuchtung ist, dann versteht man, dass Deutschland zwar die V2 entwickelt hat, die V1, den Tiger, den Panther und auf dem Panther erste Wärmebildgeräte aufgetaucht sind und dass auch das Sturmgewehr 44 innovativ war, dass es die Messerschmidt 262 gab, dass es aber Aufwand von Ressourcen war, der erkauft wurde durch etwas anderes. Das waren Ressourcen, die für etwas anderes nicht gefehlt, gefehlt die bei, einem etwas, bei etwas anderem gefehlt haben. Die Erkauft wurden durch niedrige Zuverlässigkeit. Wenn ich eine Messerschmitt 262 an die Front schicke und habe nur Triebwerke, die nur 20 Stunden halten, dann brauche ich neue Triebwerke. Dann kann ich so ein Flugzeug schneller an die Front schicken. Wenn ich auf westlicher Seite, auf alliierter Seite sage, die Alliierten hätten auch Jets schneller an die Front schicken können wenn sie solche Abkürzungen genommen hätten. Aber die Alliierten hatten nicht die Notwendigkeit dazu, weil sie ihre Ressourcen sinnvoller gewirtschaftet haben. Auf Deutschland war man verzweifelt, man musste aus irgendeinem Grund, man musste irgendetwas finden, was als Wunderwaffe den Krieg umdreht, und dann musste man Risiken eingehen, dann musste man auch was Ressourcenaufwand angeht, Risiken eingehen aber wirtschaftlich ist es natürlich auf Effizienz zu setzen und da ist es halt dann, dass die entsprechenden Fahrzeuge simpler produziert werden. Das heißt, die Ukraine kann Sonderwaffen entwickeln. Aber das fordert erhebliche Ressourcen, sei es finanzieller Art, sei es materieller Art. Die Triebwerke auf solchen Drohnen, die für solche Tests verwendet werden, die können nicht auf etablierten Kamikaze Drohnen verwendet werden und das Kostet auch Ressourcen an Produktionsfläche, an Ingenieuren und so weiter. Und all das nur, um ein paar Gleitbomben zu werfen, die direkt an der Front einschlagen, da hätte ich persönlich meine Zweifel, ob das Sinn ergeben würde. Dann wäre es vielleicht schlauer, die ähm, neue, neue, äh, an die Bomben lieber, lieber einen Feststoffraketensatz dran zu machen und die in 300 mm Rohren von LKWs aus abzuschießen. Denn ein LKW, der schnell genug ist, der kann auch... Hier hinfahren und wenn der, der Brennsatz, der Feststoffmotor groß genug ist, dann kann ich die Bombe auch bis hier hinschießen. So wie es die Russen ja jetzt machen mit ihren 250 Kilogramm Bomben. Ähm, was ist mit den Spendengeldern? Sehe ich die Frage. Ich habe von denen keine neue Nachricht erhalten. Ich schaue mal schnell nach, denn die haben mir die Rechnungen freigegeben. Kann ich schauen, ob es hier irgendeine Neuerung gibt? Weil ich es gerade sehe. Was haben wir? Übersicht. Uh, ne, noch kein weiteres Auto gekauft. Wir haben einen Nissan Navara Tecna, einen Isuzu Rodeo, einen Nissan Navara und einen Nissan Navara King. Die sind gekauft worden. Ich habe allerdings bislang nur von einem das Bild erhalten. Diesbezüglich ähm, hoffe ich, dass ich Ihnen Bilder nachreichen kann in Zeit, zeitnah. Ich habe aktuell nicht mehr bekommen und ich muss mich bei denen nochmal melden, dass sie mich wieder mit mehr Informationen auch wieder, mir wieder neu schicken. Grüezi. Ja. Aus militärischer Sicht, wie lange bräuchte die Ukraine, um das Dorf Ülen, Ülen in Russland zu befreien? Ich habe keine Ahnung. Das ist, wenn es nicht wieder irgendein Insider ist, was bei Ihnen ja immer möglich ist. Ja, wir, wir, wir wissen ja. No results found. Das ist wahrscheinlich wieder irgendein Insider. Ich werde ja gerne getreut von meinen Zuschauern. Uelen in Russland. Doch, da haben wir was. Auf der tschukischen Halbinsel. Nahe des Polarkreises. Elf Kilometer nördlich des Kaps. Irgendwas. Okay. Hier ist Uelen. Ich zu schnell rausgezoomt. okay ist es hinter murmansk nee ist vor alaska alles klar es ist der, öst, der östlichste punkt russlands wie lange braucht die ukraine um den zu erreichen ja wohl noch noch länger als zwei wochen ich würde sagen in zwei wochen sind sie noch nicht da vorher sollte man die hoffnung noch nicht die hoffnung haben danke für die unterstützung was wird der israelische luftschlag auf die iranische botschaft in syrien verfolgen haben tja das wird spannend es war nur Konsulat, technisch gesehen, aber das ist neben der Botschaft. Also, umgangssprachlich, denke ich, kann man sagen, sie haben die Botschaft bombardiert. Tja, das war der Federhandschuh, der ihnen hingeworfen wurde. Ähm, es ist damit mitten mit einer Eskalation im Norden zu rechnen, aber ob die Hisbollah tatsächlich in den Krieg voll einsteigen will, ist alles andere als klar. Ähm, es gab erste Drohnenangriffe. Die Flugabwehr ist wohl in Alarmbereitschaft. Weitgehend wird mit. Luftangriffen gerechnet von israelischer Seite, dass die Iraner sich revanchieren könnten, mindestens durch Marschflugkörper und Drohnen, eventuell durch ballistische Raketen. Aber das ist die große Frage, wie weit der Iran eskalationswillig ist. Denn damit hat, hat Israel, für Israel ist in diesem Krieg eines wichtig. Und das muss man bei den israelischen Handlungen verstehen. Israel muss nach Ende des Krieges, es kann die Feinde nicht alle auslöschen. Israel kann nicht dafür sorgen, dass es niemanden mehr gibt, der aus, Israel auslöschen will. Das schafft Israel nicht. Das Einzige, was Israel erreichen kann, ist, dass diejenigen, die Israel auslöschen wollen, sagen, das ist zu riskant. Das ist das Einzige, was Israel schaffen kann. Und mit, mit der Hezbollah haben sie es bislang ganz gut geschafft. Ich habe das schon mehrfach zitiert, dass Hassan Nasrallah im Fernsehinterview gesagt hat, wenn wir gewusst hätten, wie die Israelis reagieren, wann war der Krieg 2006 oder so, wenn wir gewusst hätten, dass die Israelis so reagieren, dann hätten wir zu 100 Prozent den Angriff nicht durchgeführt. Da hat, die, hat Israel durch eine extrem harte Reaktion erreicht, dass die spolla abgeschreckt wurde. Das muss Israel schaffen, sonst hat es keinen Sinn, sonst hat es auch keine Überlebenschance. Es muss dafür sorgen, dass diejenigen, die es hassen, mehr Angst haben vor Israel. Als ihr Hass groß ist. Also die, die Angst muss größer sein als der Hass. Das ist die einzige Chance, wenn sie es auf friedlichem Wege nicht hinbekommen. Und das ist mit Hisbollah und Iran ja aktuell schwer möglich, einen Frieden zu finden mit jemandem, der einen auslöschen will. Israel hat mit dem Angriff den Iranern gezeigt: wir sind bereit. Wir sind wild. Da gibt es nichts mehr herum zu interpretieren. Das war nicht ein Fahrzeug in der Wüste, wo man sagen könnten, ja, die wussten ja nicht und es war ja, und vielleicht dachten sie, das sei nur irgendein Hauptmann der iranischen Revolutionsgarden und nicht ihr Kommandeur in der Region. Nee, die haben, die haben das Konsulatsgebäude angegriffen. Das ist der Federhandschuh. Die zeigen den Iranern, jetzt ist es an euch, schaltet einen Gang zurück oder wir legen los. Eure Entscheidung. Wenn der Iran, der Iran steht jetzt vor der schwierigen Wahl, dass er für sich entscheiden muss, wie er darauf reagiert, in einer Art und Weise, dass es nicht außer Rand und Band gerät. Denn der Iran will den Krieg eigentlich nicht. Ansonsten hätte er jede Gelegenheit gehabt, ihn zu beginnen. Der Iran will Israel schwächen durch seine Proxykräfte, aber der Iran selbst, das Kernland, will eigentlich nicht in den Krieg eingehen. Die haben keine Lust darauf, dass sie bombardiert werden. Durch die Israelis und vielleicht noch durch die Amerikaner oben rein. Das heißt, für den Iran steht jetzt die Entscheidung, Sie können eigentlich den Angriff nicht schlucken. Sie können nicht nichts machen. Das wäre eine Blöße. Der Iran muss jetzt eine Möglichkeit finden, zurückzuschlagen auf eine Art und Weise, die nicht eine weitere Eskalation Israels nach sich zieht, denn Israel hat nur eine Wahl, es muss immer drauf satteln. Es muss immer drauf satteln. Israel muss den anderen zeigen wir sind die Falschen, um es sich mit anzulegen. Und das tut man nicht mit freundlichen Worten, sondern es, indem man immer härter zurückschlägt, als der Gegner eingeschlagen hat. Das heißt, von Israel ist, ist es sehr schwer, gerade in der jetzigen Situation gegenüber dem Iran zu deeskalieren, während der Iran seine Proxys am Laufen hält. Israel muss erreichen, dass der Iran erkennt, das führt in eine Richtung, die nicht in unserem Interesse ist. Und das ist ein deutliches Zeichen, ein deutlicher Schritt in diese Richtung. Das kann jetzt natürlich komplett eskalieren. Wenn die Iraner glauben, sie sind aus innenpolitischen Gründen oder aus ideologischen, wir sollten ja nicht ignorieren, dass das Ganze auch eine sehr große ideologische Komponente hat. Aber wenn die glauben, aus innenpolitischen und aus ideologischen Gründen müssen wir jetzt so hart gegen Israel losschlagen. Dass es adäquat ist. Ich glaube, zwei Brigadegeneräle getötet oder waren es sogar drei? Und irgendwie sie, im Ganzen, glaube ich, sieben hohe Offiziere und auch noch ein Konsulat, also ein umgangssprachliches Botschaftsgebäude. Wenn sie adäquat darauf reagieren, dann sollten das Dutzende Marschflugkörper sein, vielleicht Hunderte, vielleicht Dutzende ballistische Raketen. Und dann wird Israel wieder zurückschlagen, wenn sie es nicht schaffen, alle in der Luft abzufangen. Und dann kann das Ganze sehr schnell eskalieren zu einem richtigen heißen Krieg zwischen beiden. Israel sieht sich gezwungen, das zu tun. Denn die einzige Chance, die Israel hat, ist, ist bei den Gegnern, bei den Feinden, die es sich gegenüber sieht, ist, und zumindest die einzige Chance, die es zu haben glaubt, sagen wir mal, theoretisch können wir vielleicht auch noch andere Optionen herbeiziehen. Aber die einzige Chance, die es zu haben glaubt, ist abzuschrecken. Und Abschrecken tut man nicht durch Schwäche. Man, man schreckt außerhalb des Krieges ab, außerhalb der militärischen Konfrontation durch demonstrierte Stärke. Aber in dem Moment, wo es beginnt, Schreckt man ab, indem man eskaliert, indem man der anderen Seite zeigt, wir sind zu allem bereit. Deswegen hat Putin von Beginn an erklärt, alle Waffen, man habe schreckliche Waffen, wie sie die Welt noch nicht gesehen habe, wenn sich jemand einmischt und wie genau dieser Wortland immer war. Ich habe es ein Stück vergessen, aber Sie wissen, er hat durch die Bank permanent mit Kernwaffen gedroht, wenn sich West, der Westen einsetzen würde. Er wollte damit abschrecken und zeigen, wenn ihr eingreift, wir können viel härter zurückschlagen und das Ganze wird komplett außer Rand und Band laufen, um damit abzuschrecken und Israel muss. Das jetzt in ähnlicher Art und Weise tun und hat offensichtlich die Entscheidung getroffen, dies zu tun mit einem Angriff auf das Konsulatsgebäude. Spannend wird, wie Israel wie der Iran darauf reagiert. Kann ich nicht sagen. Aber für den Iran steht jetzt die große Wahl, ob sie das Gesicht verlieren, ob sie der Öffentlichkeit gegenüber dastehen als diejenigen, die nicht adäquat antworten, oder ob sie den Krieg heiß werden lassen. Ich würde erwarten, dass sie versuchen, einen Mittelweg zu finden. Das haben wir mehrfach schon gesehen, dass die Iraner das können und dass sie es versuchen. Wenn wir uns zum Beispiel das Beispiel nehmen, als äh, Soleimani von den Amerikanern getötet wurde, das war ein riesiger, eskalierender Schritt. Wie haben die Iraner darauf reagiert? Sie haben ballistische Raketen auf eine amerikanische Basis geschossen im Irak und die Amerikaner haben. Dabei, ich weiß nicht, ob sie sogar Vorwarnung erhalten hatten, aber die Amerikaner waren alle im Bunker. Dann hatte Trump hatte kein Interesse an einer weiteren Eskalation, deswegen hat Trump gelogen und hat erklärt, es gab keine Verwundeten, keine Opfer, keine Casualties. Tatsächlich gab es wohl mehrere Verwundete, vor allem durch psychische und Knalltrauma und Schock und ähnliche Dinge. Und ähm, aber Dort wurde dann Weg gefunden, dass man nach der harten Reaktion wieder deeskaliert, aber der Iran hätte natürlich auch härter antworten können. Er hätte versuchen können, amerikanische Kriegsschiffe zu versenken. Er hätte amerikanische Luftwaffenbasen in Katar, in Saudi-Arabien angreifen können. Nee, er hat eine Basis im Irak angegriffen, um hart zu reagieren, um den Amerikanern zu zeigen, wir sind, wir sind keine Papiertiger, wir sind bereit zurückzuschlagen, aber in einem Maße, dass die Amerikaner einen Ausweg hatten. Also der Iran kann es, wenn er es will. Und die Ir die einzige Frage wäre dann, ob man glaubt, dass die Israelis sagen, wir laufen sowieso auf den Krieg mit dem Iran zu, also besser jetzt als nie. Das wäre theoretisch noch die andere Option. Also es wird auf jeden Fall, ist es ein Problem und die nächsten zwei, drei Tage werden sehr spannend, wie die weitergehen. Das ist sicherlich die große Frage jetzt. Ich glaube, die Optionen und die Zusammenhänge sollte ich so mehr oder weniger aus meiner Sicht zumindest herübergebracht haben. Ich würde durchaus behaupten, ich bin Experte in spätantiken und frühmittelalterlichen Reitsporen. Aber das interessiert niemanden. Naja, die, die 25 Leute in Europa, die sich dafür interessieren, schon. Wir sind durchaus Leidensgenossen, die japanische, Kriegsmar japanische Kriegsmarine-Experte. Ich bin keiner mehr. Ich war mal einer. Ähm, danke für die Unterstützung, Volkhold. Die zwei Stunden sind rum, sehe ich. Machen noch, wie immer, ein, zwei Fragen und dann nähern wir uns langsam dem Ende. Wäre es sinnvoll und realistisch für die Ukraine ein Drohnen? Hatten wir schon. Könnten Sie etwas zur französischen Alster 3 Flugabwehrraketen sagen, die Jungs geliefert werden sollten? Nicht wirklich. Ich habe mich nicht im Detail eingelesen. Die sind für SAMPT äh, SAMP und SAMPT kann theoretisch auch ballistische Raketen abfangen. Aber Alster 30 müsste ich jetzt nachschlagen und das kann jeder von Ihnen auch. Uh, um zu sagen, denn es gibt verschiedene dafür. Für Mittelstrecken, für ballistische Raketen. Welche genau das sind, weiß ich nicht. Das müsste ich jetzt nachschlagen und dann spare ich uns die Zeit. Und, oder soll ich es machen? Denn ein paar Zusammenhänge wiederum könnte ich ja vielleicht doch erklären. Ja, machen wir es einfach schnell. Aster 30. Das sind die, ja, das ist die Langstreckenversion. 20 Kilometer Höhe, 100 Kilometer Reichweite. Ja. Das heißt, das, was den Patriot am nächsten kommt. Also für, für hochfliegende Ziele und für schnelle Ziele geeignet. Steht eine Lieferung von außer außerdienstgestellten Panavia Tornado für die Ukraine in Frage, für welche, falls es welche zur Verwendung gibt oder geben wird. Der Tornado wird ausgemustert. Ich habe sogar schon in den vergangenen Videos darüber gesprochen, aber natürlich ist der Kanal inzwischen gewachsen seither. Ähm, Tatsache, ist es so, Tatsache ist es so, dass es zwei Versionen des Tornado in. in ähm, ich weiß nicht, ob man es hört. Siegfrieds Mutter läuft herum. Da ähm, dass es zwei Versionen des Tornados in Deutschland gibt: der ECR und der IDS. ECR ist der für elektronische Kriegsführung. Der könnte die Harm einsetzen und wäre durchaus zu gebrauchen, braucht aber Jagdgeleitschutz, denn die deutschen Tornado sind, sind eher Bomber, denn Jagdbomber. Die haben nur, nur Kurzstreckenraketen zum Selbstschutz dabei. Und es gibt die IDS und das sind im Prinzip Bomber. Die sind geeignet, vor allem um den Taurus einzusetzen. Könnten, könnte man die der Ukraine zur Verfügung stellen, wenn sie ausgemustert sind? Wahrscheinlich. Wären sie für die Ukraine von großem Nutzen? Da habe ich ein bisschen meine Zweifel, denn A, werden die ja nicht grundlos ausgemustert. Das sind Fahr Flugzeuge am Ende ihrer Laufzeit, wo die Zellen ausgeflogen sind und Ermüdungsbrüche anstehen und Wartungsaufwand exorbitant hoch wird. Das sind keine modernen, äh, topfrischen Flugzeuge. Dann ist das, was sie an Fertigkeiten hinzufügen, sehe ich nicht in einem Maße gerechtfertigt, dass man eine eigene Logistik dafür aufbauen kann. Bei der Zahl an F-16, die in der Welt herumfliegen, wäre es viel, viel sinnvoller, wenn man die, die Tornado verschrottet und dafür gebrauchte F-16 irgendwo sich besorgt. Das wäre eine deutlich sinnvollere Entscheidung, auch um der Stromlinienförmigkeit der ukrainischen Logistik zu dienen. Wären die Tornado nutzlos? Absolut nicht. Wäre es gerechtfertigt, den Aufwand zu betreiben. Denn wir müssen uns vorstellen, es müssen erneut Piloten umgeschult werden. Es muss erneut müssen Mechaniker geschult werden, es muss erneut ein, ein Nachschubzug erzeugt werden, der Ersatzteile heranschafft, der die Dinge am Laufen hält. Und das alles für die paar Fertigkeiten. Der ECR ist ganz gut, aber der ist vor allem gut, wenn der Gegner keine Luftherrschaft hat. Und wenn der ECR hat einen Bodenfolgeradar, der kann im Tiefflug heranfliegen, sich an feindliche Flugabwehr heranschleichen und die dann zerstören. Das funktioniert super, solange der Feind keine eigenen Jagdflugzeuge weit über einem hat, die den Tornado herankommen sehen. Und das haben die Russen. Das heißt, ich glaube, dass der Nutzen die Kosten nicht rechtfertigen würde. Wenn man was tun will, sollte man dafür sorgen, dass sie mehr F-16 bekommen. Warum gibt es bis zum heutigen Tag immer noch keine Aufträge von Rheinmetall und so weiter von uns für uns? Tja. Wie oft soll ich es noch predigen? Seit zwei Jahren sage ich es bald, dass man Aufträge erstellen sollte. Und äh, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, ich hatte es, glaube ich, gesagt zum Boxer. An sich sollte man große Aufträge machen, denn entweder kann man das Zeug der Ukraine geben oder man braucht es selber sei es um ein Aufwachsen der Bundeswehr zu rechtfertigen, zu ermöglichen, die nach einer Niederlage der Ukraine deutlich stärker sein muss, weil dann ein, Sieges, ein, ein siegreiches Russland eine erheblich größere Bedrohung ist, als es das heute bereits ist. Und ansonsten kann man das ja an Verbündete verkaufen und abgeben, die dann modernes Gerät haben und die, die NATO-Fähigkeiten verbessern. Und wenn, man es, wenn die Ukraine zu dem Zeitpunkt, wo die Fahrzeuge von Band laufen, noch existiert und noch kämpft, dann gibt man es der Ukraine und dann sorgt die dafür, dass die Russen keine Gefahr für uns sind. Das heißt, Aufträge werden überflüssig, sind überflüssig, überfällig, überfällig. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Die sind absolut überfällig. Beim letzten Mal habe ich übrigens gesehen, dass noch, glaube ich, eine Spende reinkam, als das Stream schon beendet war. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, von wem es war, aber Sie werden es wissen, wenn Sie es waren. Da wurde gefragt, ob ich wieder besser drauf sei, ob es mir wieder besser ginge, denn ich wirke so. Und äh, erstmal danke für die Spende, auch wenn ich den Namen vergessen habe. Und tatsächlich ja, Sie haben gehört, ich habe ein bisschen geklackt. Man sollte sich nicht selbst diagnostizieren, aber ich glaube, ich hatte effektiv Burnout so habe ich mich zumindest gefühlt ich war nicht beim Psychologen und habe mich ähm, habe mich diagnostizieren lassen aber ich habe meines Erachtens Burnout gehabt wenn ich mir die Symptome angesehen habe ich habe daher seit Weihnachten es die, bin ich kürzer getreten wir haben ausschließlich Livestreams gemacht und ab und an mal ein Video und inzwischen ist äh, fühle ich mich erheblich erholt äh, ich fühle mich wieder tatenkräftig ich bin nicht mehr ständig schlecht gelaunt ich würde sagen mir geht's wieder gut wir haben denn die Phase überschritten wo es mir schlecht ging Sie haben gestern gemerkt, dass ich schon wieder, dass ich Videos gemacht habe, auch ohne dass ich irgendwie einen Werbevertrag abarbeiten musste. Aktuell, ich bin noch nicht zufrieden mit meiner Produktivität. Da ist eindeutig noch Verbesserungsbedarf, aber mir geht es wieder gut. Nur in, weil die Frage gestellt war an der Stelle. Also die Erholungszeit, die ich mir genommen habe, wo ich kürzer getreten habe, die war bitter notwendig und sie hat ihren Erfolg gezeigt. Von daher, ich bin, ich bin wieder frisch und es wird jetzt wieder weitergehen. Und das denke ich mal ist auch ein gutes Schlusswort. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, freue ich mich natürlich über den Daumen hoch. Der hilft sehr mit dem Algorithmus. Die Frage war auch wieder bezüglich der Drohnenaufnahmen. Die sind jetzt für morgen geplant, denn ich muss erst neue Drohnen besorgen. Daher hoffe ich, dass nächste Woche das Video geben wird, dass hoffentlich morgen die Aufnahme klappt und wir dann nächste Woche das fertige Video machen können und veröffentlichen können. Sie werden natürlich darüber erfahren, wenn Sie was zu ergänzen haben. Bin sich eingeladen zu kommentieren und wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie natürlich einladen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu klicken, dass Sie künftige Videos nicht verpassen. Ich bin in einer halben Stunde ungefähr auf Twitch. Wäre auch schön, wenn ich Sie dort wieder sehen könnte. Ich könnte mir sogar vorstellen, theoretisch sollten wir, ich habe gesehen, es gibt jetzt ein Spiel und zwar, das ist der Anzeigenhauptmeister-Simulator. Das Ding ist wahrscheinlich ein völliger Meme und hat, macht nach 20 Minuten keinen Spaß mehr. Aber ich bin fast am überlegen, ob ich das zum Spaß mal auf Twitch laufen lasse. Sie erinnern sich an dieses kürzliche Meme an diesen 18-Jährigen, der alles und jeden anzeigt und irgendwie 10.000 Anzeigen schreibt. Das gibt es jetzt als Computerspiel. Vielleicht sollten wir uns das zum Spaß auf Twitch mal anschauen. Ähm, könnte, ich, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht sehe ich sie dann dort auf Twitch. Würde mich freuen. Ansonsten an der Stelle mein Dankeschön an die Jankowski Engineering GmbH das Schreiben von StreamVote. Sie wissen es, einzigartig hier für den Kanal und eine großartige Verbesserung. Und ich weiß nicht, ob man im Hintergrund Jördis die ganze Zeit miauen hört. Die ist inzwischen sehr laut geworden. Ähm, ich kann Ihnen empfehlen, großartige Programmierarbeit. Jeder, der sich auskennt mit sowas, weiß, was das hier für eine fantastische Arbeit ist. Also ich kann Ihnen wirklich empfehlen. Und an der Stelle auch mein Dankeschön an die Moderatoren für die ständige, stetige Hilfe, die auf die die mir es ermöglicht, diesen Livestream in dieser Größe zu haben. Normalerweise müsste das hier ziemlich sicher der größte YouTube-Livestream sein, der regelmäßig stattfindet. Ähm, es mag irgendwo mal eine Breaking News von irgendwas geben, wo es mehr gibt, aber was regelmäßige Livestreams anschaut, egal wo ich mir hier hinschaue, sind es weniger und wir haben hier bis zu 20.000 Zuschauer live. Das ist. Ohne die Moderatoren natürlich nicht, nicht machbar. Danke an der Stelle. Danke an der Stelle auch an die Unterstützer des Kanals. Ich weiß, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sie es tun. Daher freut es mich ganz besonders, wenn sie sich entscheiden, mich zu unterstützen, mir das Zeichen der Anerkennung zu schicken. Freut mich sehr. Ähm, vielen lieben Dank an der Stelle. Ich weiß es sehr, sehr zu schätzen. Wenn Sie unterstützen wollen, können Sie es über die Mittel in der Beschreibung oder schicken, stellen Sie sich hier was, MerchShop. Ich glaube, die Preise sind sensationell gut. Ähm, schauen Sie sich nur an, wenn wir es haben mit mit den, den Hoodies. So ein weiches Fell und reibt sich die ganze Zeit an meinem Bein, das süße Ding. Ein Hoodie für 27 Euro, wo gibt's denn das schon? Und vor allem, wenn Sie es bestellt haben, seien Sie so lieb und, und taggen Sie mich auf Instagram, taggen Sie mich auf, Twitch, äh, auf, auf Twitter oder so. Ich freue mich, wenn ich die Bilder sehe von denen, die dann die Shirts, die Hoodies, die Polos im Einsatz tragen. Es freut mich immer sehr und Sie unterstützen den Kanal damit. Also ich denke, das ist für jeden was dabei. Ich finde es eine richtig schöne Sache. Würde mich natürlich freuen, wenn es bei Ihnen ankommt. Aber ich glaube, wir haben es soweit an der Stelle durch. Von daher, ich bin in einer halben Stunde ungefähr auf Twitch. Link ist in der Beschreibung, wie auch der Link zu anderen YouTube-Kanälen von mir. Würde mich freuen, wenn ich Sie dort wiedersehe. Ansonsten war es das für heute. Ich bin am Samstag um 20 Uhr wieder live. Zumindest solange alles glatt geht. Und äh, dann sehen wir uns spätestens dann. Machen Sie es gut. Schönen Abend und bis bald. An dieser Stelle auch noch mein Dankeschön an all die Unterstützer hier auf YouTube als Mitglieder oder auf Patreon. Im Besonderen mein Dankeschön an die Patreon-Leutnante Andreas Donath, Badass-Lawyer de Cunhault, Dr. Knut Brandes, Heribert Breitsamer und Steffen. Vielen lieben Dank, ohne sie wäre es so nicht möglich.